Das ist ein Gespräch zwischen ein 24-jähriges Mädchen, die am Sterben liegt, und Iblis. Also das heißt Iblis, nicht Iblis direkt, sondern einer seiner Armee. Ein Shaitan oder ein Teufel. Und es ist, ich finde, dass das sehr, sehr wichtig ist, weil da sagt der Shaitan in diesem Gespräch viele Sachen, die uns wachsam machen, also die uns aufwecken, dass wir uns in Acht nehmen müssen vor ihm. Und nicht nur in unserer Lebezeit, sondern auch, wenn wir am Sterben liegen. Dann, wie gesagt, dieser Moment des Todes, wo jeder sterben muss, jeder wird sterben, jeder muss sterben. Ja? In diesem Moment wird es eine Versuchung geben. Und diese Versuchung ist nicht einfach. Das heißt, der Teufel, dein Feind, mein Feind und der Feind aller Söhne Adam, er hat sich vorgenommen und hat geschworen, dass er mit all seiner Macht versuchen wird, uns irre zu führen. Und wenn er das nicht schafft in unserer Lebezeit, er wird es versuchen beim Sterben. Wenn wir am Sterben liegen, wo wir wenig Kraft haben, wo wir unseren Verstand nicht mehr unter Kontrolle haben, wo wir sogar die Worte, die wir sagen, beim Sterben nicht unter Kontrolle haben. Denn in diesem Moment werden nur unsere Herzen sprechen. Das, womit wir beschäftigt waren, in unsere ganze Zeit, ganze Leben, das wird dann rauskommen und über unsere Zunge laufen und wir werden das aussprechen, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Deswegen diese Geschichte ist, finde ich, Allahu alam, sehr wichtig und finde ich, Allahu alam, sehr, sehr wichtig, damit wir inshallah versuchen, inshallah eine Lehre daraus zu ziehen, weil dieser Moment wird jeder erleben. Dieser Moment, die Trunkenheit des Todes, ist ein harter Fall. Wie ein Gelehrter wurde gefragt, Hassan al-Basri sagt, rahimahullah, erzählt über einen Tabi'i, einen Schüler von Sahaba, sagt, als er am Sterben lag, ich habe ihn gefragt, als er starb, nach seinem Tod habe ich ihn im Traum gesehen. Ich habe ihn gefragt, wie war der Tod? Und obwohl er fromm war, tugendhaft, alhamdulillah, und rechtschaffen war, er sagte bei Allah subhanahu wa ta'ala, hätten Sie mich lieber mit einer Säge durchgesägt, oder hätten Sie mich lieber in einem Kochtopf, wie sagt man das, gekocht, wäre es mir lieber. Sogar er hat gesagt, 70 Mal gekocht zu werden in einem Schüssel, sagt, ist mir lieber alles diese Schmerzen vom Tod, al-Iyadu billah, die Trunkenheit des Todes. Das ist ein sehr, sehr schwerer Moment. Und viele leider heute in unserer Zeit haben diesen Moment vergessen. Viele sind so beschäftigt mit diesseitigem Leben, mit deren Familien, mit deren Kindern, a'udhu billah. Wäre schön, wenn sie mit den Kindern und Familie beschäftigt wären, vielleicht wenn sie denen den Islam beibringen würden. Das heißt, wenn sie die Kinder so stark erziehen, dass die Kinder so große Liebe haben, Allah subhanahu wa ta'ala, dass sie begreifen, dass Allah der Nummer eins in unseren Herzen sein muss. Nummer zwei muss es der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn sie die Kinder erziehen werden, dass das diesseitige Leben vergänglich sein wird. Dass das diesseitige Leben vergehen wird. Man erklärt den Kindern und erzieht die Kinder, dass die Kinder begreifen, wir sind hier auf eine kurze Reise. Das heißt, wir befinden uns im diesseitigen Leben nicht für die Ewigkeit. Sondern jeder von uns, an dem Tag, wo er von Mutterleib rauskam, hat sein Leben angefangen, weniger zu werden. Viele begannen zu sagen, ich werde älter und ich werde stärker, mein Leben wird länger. Zum Gegenteil. Das heißt, wenn Allah dir 60 Jahre bestimmt hat, subhanahu wa ta'ala, ab dem Tag, als du rauskamst und du hast eine Stunde im diesseitigen Leben verbracht, dies ist eine Stunde weniger von deinem Leben. Deswegen Hassan al-Basri rahimahullah sagt, O Sohn Adam, du bestehst auf eine Zahl. Und jeden Tag, wenn die Sonne untergeht, geht ein Teil von dir mit unter. Das heißt, jeden Tag, wenn wir schlafen gehen, dann ist ein Tag von unserem Leben weniger. Aber erfolgreich ist der, dessen Tage in der Gehorsamkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala verbringt. Das heißt, wir dürfen uns nicht ablenken lassen vom diesseitigen Leben. Wir dürfen uns von unserem Geld, Vermögen, Besitz, Kinder nicht ablenken lassen. Wir dürfen uns von der Schule, Studium, all das nicht ablenken lassen, denn all das ist vergänglich. Und das wird dir im Grab nichts nutzen. Das wird dir im Grab nichts nutzen. Das Einzige, was dir nutzt im diesseitigen Leben und im Jenseits, ist dein Glauben und deine gute Taten. Mehr nicht. Und das werden wir gleich erkennen, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Also ein Gespräch mit einem Teufel, wal-iyadu billah. Das kleine Mädchen liegt auf dem Bett, also sie ist 24 Jahre alt. Sie liegt auf ihrem Bett. Plötzlich wird sie vom Tod überrascht. Also dann sagt man so, überkam sie der Tod, langsam. Aber das war ein fremdes Gefühl für sie. Sie ist jung. Ja? Sie hat ihre Zeit verspielt. Sie hat ihre Zeit verschwendet, a'udhu billah, für nichts. Sie liegt da, sie empfindet komisches Kribbeln in ihren Füßen. Wie Ameisen kribbeln, subhanallah. Das mit ihnen sagt, sie begreift, dass es der Tod ist, aber sie will es nicht wahrhaben.
ist der erste Schock. Die sagt, es ist nicht begreiflich, nicht verständlich. Wie kann es sein, dass ich jetzt sterbe? Ich bin noch zu jung, um zu sterben. Ich bin erst 24 Jahre alt. Das kann nicht sein, dass ich jetzt sterbe. Und sie sagt, ich glaube, ich bin am Träumen. Und ich wache bald auf. Ich kann ihr sagen, Sayyidina Ali radiallahu anh, ja, sagte, die Menschen im diesseitigen Leben sind am Schlafen. Und wenn sie sterben, wachen sie erst auf. Deswegen gebe ich ihr auch recht. Wo die sagt, ich bin am Träumen, ich wache jetzt auf. Ja, das heißt, ihr Traum hat sie schon ausgelebt im diesseitigen Leben. Diese falschen Träume, die sie hatte. Jetzt gehen sie zu Ende. Das heißt, wenn sie stirbt, wacht sie jetzt auf. Weil da beginnt das wahre Leben. Da beginnt das wahre Leben. Sayyidina Ali sagt auch anders. Sagt, die Menschen sind am Schlafen, wenn sie sterben, sie werden erst aufmerksam. Sie sehen die Wahrheit mit eigenen Augen. Und das Mädchen gerade erlebt diesen Moment, aber sie will es nicht wahrhaben. Das kann nicht sein, dass ich jetzt sterbe, ich bin noch zu jung. Aber seit wann kennt der Engel des Todes oder macht der Engel des Todes Unterschied im Alter? Oder macht einen Unterschied zwischen Alte und junge Menschen? Seit wann macht der Engel des Todes Unterschied zwischen einem König und einem Sklaven? Seit wann macht der Engel des Todes Unterschied zwischen der behandelnde Arzt und der Patient, der am Sterben liegt? Denn oft hat erzählt Sheikh Kushk rahimahullah, dass als der Mann lag am Sterben verkabelt und der Engel des Todes erscheint, komischerweise erinnert nicht der krank liegt, sondern der Arzt, der behandelnde Arzt ist gestorben. Hier macht der Engel des Todes keinen Unterschied. Er hat Befehle, die er bekommt von Allah subhanahu wa ta'ala und er hat sie auszuführen. Und niemand kann ihn hindern. Der Engel des Todes macht keinen Unterschied. Ob du reich bist oder arm bist, das macht keinen Unterschied. Wenn deine Zeit gekommen ist, du kannst es nicht mehr hindern, zu sterben. Aber das Mädchen war schockiert. Sie wusste nicht mehr, was sie macht. Sie sagt, ich bin am Träumen. Sie versucht es zu beruhigen. Aber leider, der Moment ist gekommen. Das Mädchen ist verzweifelt. Sie sagt, ich bin erst 24 Jahre alt. Ich glaube nicht, dass ich jetzt sterbe. Bald wird bestimmt der Arzt kommen und mir helfen. Sie macht sich Hoffnung. Aber ich kann ihr sagen, dass wenn alle Ärzte dieser Welt kommen werden, alle Ärzte dieser Welt zusammenkommen und bei ihr sein werden, um sie zu behandeln, und sie besitzen alle Geräte, die man braucht, um jemanden zu retten, und alle Medikamente dieser Welt, um sie zu retten, Wallahi al-Azim, sie werden da stehen, machtlos. Keine Macht. Sie können das nicht mehr ändern. Sie können es nicht mehr ändern. Weil das ist der Befehl von wem? Vom Allmächtigen, subhanahu wa ta'ala. Es ist eine festgesetzte Frist. Die kann keiner ändern. Das heißt, das arme Mädchen macht sich nur falsche Hoffnung. Vielleicht kommt gleich der Arzt und hilft mir. Aber in diesem Moment kann da keiner helfen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, keineswegs, wenn sie, also die Seele, das Schlüsselbein erreicht und gesagt wird, wer ist ein Zauberer, der ihn retten kann? Und wenn er meint, hier meint, das heißt, er hat die Gewissheit, Yaqin. Und wenn er meint, dass es jetzt die Trennung sei, hier meint, heißt, er hat die Gewissheit, dass jetzt der Abschied ist. Es ist vorbei, es ist aus. Du wirst das diesseitige Leben hinter deinen Rücken lassen. Und du musst gehen. Denn das ist die Wahrheit in diesem Moment. Du wirst erkennen, du musst sterben. Und keiner kann dir helfen. Niemand kann dir helfen. Deine ganze Familie sitzt um dich herum. Deine ganze Verwandte. Alle Ärzte kommen. Alle versuchen, dir zu helfen. Aber sie werden erkennen, dass sie machtlos sind. Dass sie unfähig sind, diese Seele aufzuhalten, damit sie nicht rausgeht. Allah sagt keineswegs, wenn sie, die Seele, das Schlüsselbein erreicht und gesagt wird, wer ist ein Zauberer, der ihn retten kann. Und wenn er meint, dass es jetzt die Trennung sei, und wenn bei ihm sich das eine Bein um das andere legt, hier bedeutet das ein Unglück über das andere hereinbricht. Denn das ist der schlimmste Moment deines Lebens. Wir haben gesagt, dass alles, was du vorher erlebt hast, wenn jemand am Sterben liegt, er wird erkennen, dass alle Sorgen und alle Probleme und alle Unglück, die er erlebt, das ganze Unglück, was er in seinem Leben erlebt hat, und alle Katastrophen und Bedrängnisse sind gegenüber dem Tod nichts. Denn der Tod
Es härter als alles, was du vorher erlebt hast. Alles, was vor dem Tod ist, ist einfacher als der Tod. Und alles, was nach dem Tod kommt, ist härter als der Tod selbst. Ist härter. Und Allah sagt subhanahu wa ta'ala, euch traf die Katastrophe des Todes. Allah nennt den Tod Katastrophe. Niemand bis jetzt konnte den Tod aufhalten. Pharaon, Karun, Haman, all diese mächtigen Leute, A'udhu Billah, alle diesen Tyrannen, A'udhu Billah, sie haben Macht, sie haben Armee gehabt, sehr starke Armee gehabt. Die sagen, die Armee von Pharaon damals, er kann damit die Welt heute erobern. Aber hatten seine Armee in dem Moment geholfen, als der Engel des Todes kam? Nein. Denn niemand, keine Armee in dieser Welt, kann den Engel des Todes aufhalten. Und keine Festung kann dir Sicherheit geben vom Tod. Egal wo du dich befindest, der Tod wird dich erreichen. Egal wohin du gehst, du wirst sterben. Sogar der Engel des Todes wird sterben müssen. Alle Engel werden sterben müssen. Jibril alayhi salam, Mikail alayhi salam. Und der Liebling Allah sallallahu alayhi wa sallam ist schon gestorben. Also wir werden auch sterben. Und dieser Moment erwartet uns jeder Moment. Jeder Atemzug. Jeder Herzschlag. Diese Herzschläge sagen dir, Abdallah, zwischen dir und der Tod braucht nur Allah einen Befehl zu geben, dass dein Herz stehen bleibt. Nur ein Befehl. Kun, fayakun, fertig. Und das kann jeder Moment passieren, denn der Tod ist verborgen gehalten. Warum? Es ist eine Weisheit dahinter, dass wir Angst bekommen. Angst bekommen und denken die ganze Zeit, der Engel des Todes kann jeder Moment hereinbrechen. Der Tod kann jeder Moment mich überraschen. Aber heute leider, wer denkt so von uns? Viele sterben, viele Verwandte von uns sind tot. Viele Freunde von uns sind gestorben. Viele, mit denen wir gesessen haben. Und wir sehen jeden Tag im Fernsehen Nachrichten, Menschen sterben Tag und Nacht. Tausende manchmal auf einmal. Und das ist nicht umsonst. Das ist dafür da, damit wir nachdenken. Das sind Warnungen vom Engel des Todes. Das sind Warnungen für uns. Vielleicht bin ich der Nächste. Wie viele Menschen lagen zu Hause ruhig und friedlich. Die Tage ist es passiert, vorgestern. Ein Bruder von uns, ich will den Namen nicht erwähnen. Sein Vater war gesund. Er hatte keine Krankheit oder sowas ähnliches. Denn der Engel des Todes, wenn er kommt, und wenn das Befehl kommt, dass er die Seele nimmt, es spielt keine Rolle, ob du gesund bist oder krank bist. Der Mann saß, redete mit seiner Frau, ganz normal, hat gelacht mit seiner Frau. Und dann, als er schlafen wollte, hat gesagt, seine Frau, geh du ins Bett, ich gehe ins Wohnzimmer schlafen. Ajib. Er legt sich hin, 1:30 nachts. Seine Tochter hört so lautes Schnarchen, aber kein gewöhnliches Schnarchen. Ganz laut. Aber das war ja kein Schnarchen, subhanallah. Sondern in dem Moment war der Engel des Todes an seinem Kopf gewesen. Und diese Geräusche, dieses Gurgeln, wie heißt es auf Deutsch ungefähr, das ist die Seele, die in seinen, hier am Schlüsselbein hängen geblieben ist, A'udhu Billah, und diese Geräusche macht. Die Tochter sucht, wer ist das im Dunkeln? Sie hat nicht gesehen, wer das ist. Sie sucht, aber keiner da. Dann geht sie sogar im Wohnzimmer, sieht ihr Vater so laut am Schnarchen, subhanallah. Als sie dort ankam, hat er aufgehört. Sie dachte, er schläft. Am nächsten Tag kommt die Mutter, Wecker klingelt um 5 Uhr morgens. Die hat gesagt, der schläft, der Arme ist müde, macht die Wecker aus und geht ganz normal. Erst um 9 Uhr haben sie gemerkt, dass er tot ist. Er ging ganz normal schlafen. Ganz normal. Und wie viele Menschen sind schlafen gegangen, sie sind nicht mehr aufgewacht. Weil die Seele in diesem Moment, die Bruder, wenn du am Schlafen gehst, du hast keine Macht mehr über dich selbst. Die Seele wandert aus. Die Gelehrten sagen, die hat einen Termin, eine Verabredung mit Allah. Und das jede Nacht, wenn du schlafen gehst. Versuch 3 Tage lang nicht zu schlafen. Versuch dagegen etwas zu machen. Vielleicht schaffst du 2-3 Tage. Aber du musst schlafen. Du wirst schlafen müssen. Weil es ein Gesetz von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und wenn du 2-3 Tage wach geblieben bist und dann gehst du schlafen, das ist eine Verabredung mit Allah in diesem Moment. Deine Seele steht vor Allah. Und Allah entscheidet. Allah entscheidet. Entweder schenkt er dir deine Seele wieder zurück, oder du kehrst nie mehr zurück. Kommt deine Mutter, kann dich wecken, aber du stehst nicht mehr auf. Das heißt, dieser Tod lauert jeden Tag, liebe Bruder.
Und wer der Nächste ist, das ist im Verborgen geblieben. Viele Menschen lenken sich ab mit Musik, mit Partys, Geld, Vermögen, Reichtum, Frauen. Sie wollen vom Tod nichts wissen. Sie wollen aber vom Tod nichts wissen. Aber der Tod will von denen was wissen. Sie wollen nichts hören über den Tod. Wenn du mit ihm redest, wie Achi sagt, du verderbst meinen Abend. Ich verderbe deinen Abend, ich erinnere dich, ich warne dich. Ich kann niemanden, der gestorben ist, ist hier auch passiert vor einem Jahr, glaube ich, leider hat nicht gebetet. Und nicht nur das, ich erwähne die Namen nicht, sondern er hat sich lustig gemacht über den Islam. Er hat sich lustig gemacht über Allahs Gesetze, subhanahu wa ta'ala, über das Gebet und solche Sachen. Und leider hat er auch getrunken, nas'alullah al-afwa. Ich erzähle so, was es erlaubt zu erzählen, solange ich die Namen nicht erwähne. Es ist nicht gut, wenn ich den Namen erwähne, auch wenn er so schlecht gestorben ist. Das ist eine Sache zwischen ihm und Allah, subhanahu wa ta'ala. Ein Tag vorher, er war am Arbeiten, subhanallah, und sein Bruder schickte ihm einen Zettel, ein Buch über das Gebet. Und sein Bruder hat kurz vorher Reue gezeigt, subhanallah. Er ist zurückgekehrt zu Allah. Er macht sich Gedanken über seinen Bruder. Er hat gesehen, wie schlecht er gegen Islam spricht, a'udhu billah. Er betet nicht, er trinkt, er macht sich Sorgen. Dann hat er ihm einen Zettel wie ein Buch geschickt, wo über das Gebet im Islam, wie wichtig das Gebet im Islam ist. Er soll beten, er soll bitte aufhören mit all dem. Dann rief er ihn an, subhanallah. Er sagte, warum hast du mir nicht ein Ticket für Pilgerfahrt geschickt? Macht sich lustig. Am nächsten Tag geht er arbeiten, Nachtschicht, am Laufband, Herzschmerzen. Sein Herz bleibt stehen. Kurz bevor er sich lustig gemacht hat, subhanallah. Also kurz vorher hat er sich lustig gemacht über das Gebet, über seinen Bruder. Subhanallah, kurz danach ins Krankenhaus. Er hat nichts gehabt, keine Krankheit. Dann haben sie ihn ins Krankenhaus gebracht. Er war schon tot. Er ist gestorben. Ein Tag vorher, Allah hat ihn noch gewarnt. Also jeder von uns hier muss jede Warnung wahrnehmen. Und der Engel des Todes hat viele Botschaften. Eins davon, die grauen Haare. Wenn du ein graue Haare hast, viele verdecken das mit Farben, wie bedeckt man das, die färben das, machen schwarz, aber wallahi, sie ist grau, ob du willst oder nicht willst. Und es wird noch einer folgen. Wenn ein graue Haare rauskommt und du sie rausreißt, ein König einmal war sehr hübsch und sehr schön, mashallah. Seine Frau, seine Dienerin, seine Bedienteste, war eine sehr schöne Frau, aber sehr fromm und sehr tugendhaft. Und dieser König guckt immer im Spiegel und fragt sie, wie schön der ist. Eines Tages hat er ein graue Haare gesehen. Oh, hat Angst bekommen. Nicht nur Angst. Er sagt, wie kann sein, ich, der König, der hübsche König, bekommt ein graues Haar, wie geht das? Dann hat er die Frau gerufen und sie war sehr weise, die Frau. Dann hat er dieses Haar weggemacht und die Frau hat es in die Hand genommen und tat so, ob sie dieses graue Haar zuhört. Dann guckt er sie, der König, komisch an und sagt, was machst du da? Sagt, ich höre ihr gerade zu, langsam. Sagt er, was sagt ihr denn? Sagt er, subhanallah, sie hat gesagt, ich wusste, dass du mich rausreißen würdest. Und ich bin nur rausgekommen, weil ich sicher bin, hinter mir kommt eine ganze Armee raus. Dass viele graue Haare werden auskommen. Dann hat er geweint. Und diese graue Haare, sie hat ihm gesagt, diese graue Haare ist eine Warnung vom Engel des Todes. Wenn du graue Haare bekommst, das ist eine Botschaft für dich. O Diener Allah, nimm dich in Acht. Nimm dich in Acht, der Tod ist nah. Der Tod ist nah. Bereite dich vor, denn der Tod ist sehr nah. Dieser Mann hat angefangen zu weinen. Er hat gesagt, diese Worte von dieser Frau haben gewirkt. Und er hat gesagt, ich schwöre bei Allah, all das, was ich besitze, ist eine Spende für Sabilillah. Direkt ist eine Spende für Sabilillah. Sagt, oh, ich möchte dich heiraten, du sollst meine Frau. Du bist erstmal frei für Sabilillah und danach willst du dich heiraten, weil du eine fromme Frau bist. Die Frau hat ihn geheiratet, sagt, er hat alle seine schönen Klamotten ausgezogen, alles ausgezogen, was er hatte, und hat sich ein altes Gewand, alte Gewand getragen und sagt, und die haben beide sehr, sehr enthaltsam gelebt, bis sie starben. Ein graues Haar. Ja'qub alayhi salam, ein Prophet, saß zu Hause, als der Engel des Todes bei ihm reinkam. Und der Engel des Todes klopfte nicht. Kam einfach rein. Und subhanallah, Ja'qub alayhi salam guckt ihn an und sagt, bist du nur zu Besuch gekommen? Oder willst du meine Seele mitnehmen?
sagt, heute bin ich zu Besuch gekommen. Nur dieser Al-Malik al-Maut, der Engel des Todes, damals hat die Propheten besucht. Hat ein bisschen bei ihm gesessen und er wollte wieder gehen. Dann Sayyidina Ya'qub alayhi salam sagt zu ihm, hör zu, wenn du nächstes Mal kommen wirst, um meine Seele zu nehmen, bitte tu mir einen Gefallen, warne mich vorher. Du sollst mich vorher warnen. Dann nach vielen Jahren, viele Jahre sind entgangen, der Engel des Todes kommt wieder zurück. Aber diesmal kommt er nicht als Besuch. Dann sagt er, und warum bist du heute gekommen? Sagt, um meine Pflicht zu erfüllen. Was ist seine Pflicht? Sayyidina Ya'qub alayhi salam, seine Seele mitzunehmen. Der Engel des, der Sayyidina Ya'qub sagt alayhi salam, warum hast du mich nicht gewarnt? Ich habe dich doch darum gebeten, dass du mich warnst vorher. Sagt, ich habe dich schon gewarnt. Sagt, und wie denn? Sagt, merkst du nicht, dass du alt geworden bist und dein Rücken ist krumm geworden? Deine Knochen sind weicher geworden? Und deine Haare sind grau geworden? Hast du all das nicht gemerkt? Sagt, das waren meine Warnungen an dich. Sagt, und jetzt bleibt dir nur eins. Ich nehme deine Seele mit. Das ist ein Prophet. Ein Prophet, der bittet den Engel des Todes um eine Warnung, um eine Botschaft vorher, damit er sich vorher vorbereitet für den Tod. Dawud alayhi salam. Dawud alayhi salam hat einen Fehler gemacht. Eine Sünde gemacht. Und die Gelehrten sagen, er hat geweint, im Niederwerfen hat so viel geweint, bis Gras um ihn herum gewachsen ist. Bis Pflanzen um ihn herum gewachsen sind. Aus Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Einen einzigen Fehler. Und sagt, wenn man ihm einen Becher gebracht hat zum Trinken, er trinkt ein Drittel davon und den Rest füllt er mit seinen Tränen, subhanallah. Aus Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Einen einzigen Fehler. Und dieser Mann, Dawud alayhi salam, eines Tages hat sein Zuhause geschlossen und ist rausgegangen. Als er zurückkam, sieht jemand, ist bei ihm zu Hause. Er ist sauer geworden. Dawud war sehr eifersüchtig alayhi salam. Er geht dahin, Sayyidina Dawud alayhi salam, und ist sauer, sagt, wer bist du? Wie bist du überhaupt hier reingekommen? Sagt, ich bin derjenige, der von Festungen nicht aufgehalten wird. Ich bin derjenige, der keinen König fürchtet. Und ich bin derjenige, der die Könige nicht um Erlaubnis bittet, reinzukommen. Und mich kann keine Armee aufhalten. Und ich akzeptiere keine Bestechung. Er sagt, wenn es so ist, dann bist du der Engel des Todes. Dann sagt er, warum hast du mich nicht vorher gewarnt? Dawud a.s. sagt, warum hast du mich nicht gewarnt? Warum hast du mich nicht aufmerksam gemacht, dass du kommen wirst? Er sagt, ich habe dich gewarnt. Wie denn? Sagt, dein Nachbar ist gestorben. Dein anderer Nachbar ist gestorben. Dein Freund, der und der ist gestorben. Ist es keine Warnung genug für dich? Und dann hat er seine Seele genommen. Sind wir bereit zu sterben? Warten wir auf andere Warnung vom Engel des Todes. Der Engel des Todes wird nicht erscheinen und sagt, hör zu, ich komme demnächst. Denn der Engel des Todes wird nicht mehr heute gesehen. Das heißt, wenn du am Sterben liegst und überrascht ist der Tod, erst dann siehst du den Engel des Todes. An dem Moment wird dann dein Kopf stehen und der Engel des Todes ist so groß, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dass das ganze diesseitige Leben für ihn wie ein Tisch, ein kleiner Tisch, wenn du einen kleinen Tisch vor dir hast, ja, und auf diesem Tisch liegen vielleicht ein paar Erbsen, und du greifst jedes Mal eine davon. So klein ist das diesseitige Leben gegenüber dem Engel des Todes. So klein sind wir gegenüber ihm. Und ab beim Sterben wirst du ihn sehen. Entweder bekommst du die frohe Botschaft, oder a'udhu billah, die Engel des Peines werden kommen und sie verkünden dir den Zorn Allah subhanahu wa ta'ala, dass du ewig in Jahannam gehen wirst. Nas'alullah al-afwa al-afiyah. La ilaha illallah. Sagt, und wenn bei ihm sich das ein Bein um das andere legt, das heißt ein Unglück über das andere hereinbricht, zu deinem Herrn wird an jenem Tag das Treiben sein. In diesem Moment, du wirst zu Allah geführt, subhanahu wa ta'ala. Jeder von uns, wenn er stirbt, seine Seele wird geführt. Entweder gehörst du zu dem Paradiesbewohner oder zum Höllenbewohner, wal'iyadu billah. Denn diese Stunde nennt man die Stunde der Wahrheit. Welche Wahrheit, liebe Brüder und Schwestern? Die Wahrheit ist erstens, du wirst erkennen, du bist ein toter Mann. Du wirst erkennen, du wirst sterben. Du wirst erkennen, du wirst deine Familie verlassen müssen. Du wirst erkennen, wenn du ungehorsam warst, dass du dein Leben einfach so verschwendet hast. Dass du dein Leben einfach so verspielt hast, a'udhu billah.
Und wenn du gehorsam bist, du wirst erkennen, dass du wenig getan hast. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt, der Ungehorsame und der Gehorsame, wenn sie beide sterben, beide werden Bedauern empfinden. Beide werden Reue empfinden, Bedauern, weil sie sterben müssen. Warum? Der Ungehorsame ist klar, der wird sich wünschen, zurückzukehren, um Reue zu zeigen, um alles wieder gut zu machen, was er falsch gemacht hat. Sogar im Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam sagt, er wird sich wünschen, wenn er gerade vom Mutterleib rauskommen wird, er wird sich niederwerfen vor Allah subhanahu wa ta'ala, bis er alt wird und stirbt. Wenn er die Wahrheit sieht, dann in diesem Moment, wenn du am Sterben liegst. Weil dieser Anblick ist sehr grausam, al-Iyadu billah. Der Gesandte Allah sagt, A'udhu billah, inna al-matla' ala shadid. Inna hawla al-matla' ala shadid. Das heißt, dieser Anblick ist sehr, sehr hart. Und der Gehorsame wird erkennen, die Stunden, die er verpasst hat in seinem Leben, an der Allah subhanahu wa ta'ala angebetet hat, jalla fi'ula. Diese Momente, wo Allah vergessen hat, diese Momente vielleicht, wo er viel geschlafen hat, er wird sich wünschen, diese 8 Stunden nachts, die er geschlafen hat, dass er 8 Stunden gestanden wäre und vor Allah subhanahu wa ta'ala geweint hätte. Beide werden Bedauern empfinden. Und der 100 Euro in seiner Tasche hatte und hat nur 50 gespendet, er wird sich wünschen, 100 gespendet zu haben. Weil hätte diese 50 ihn gerettet. Das heißt, jeder wird bedauern, wenn er am Sterben liegt. Jeder wird sich wünschen, mehr getan zu haben. Als Abdullah, der Vater von Jabir, radiallahu anhu, starb als Märtyrer, als Shahid. Jabir weint. Sag, warum weinst du, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zu ihm. Sag, ja, Rasulullah, ich weine um meinen Vater. Sag, gerade steht dein Vater vor Allah subhanahu wa ta'ala. Er steht vor Allah subhanahu wa ta'ala und zwischen ihm, zwischen deinem Vater und Allah, kein Dolmetscher und kein Schleier. Allah spricht direkt mit ihm. Er sagt, und dein Vater hat den Wunsch, nochmal zurückzukehren, um nochmal so zu fallen vor Allah subhanahu wa ta'ala. Als er gesehen hat, was Allah für ihn vorbereitet hat im Paradies. Das heißt, er hat noch, guck mal, hat die höchste Stufe erreicht. Allah spricht mit ihm. Abdi, wünsch dir, was du willst. Trotzdem, dieser Abdullah, der Vater von Jabir radiallahu anhu, hat den Wunsch nochmal zu kommen und nochmal so zu fallen vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und so damit wird seine Stufe erhöht im Paradies. Aber er hat die höchste Stufe. Und am Tag der Auferstehung werden viele Paradiesbewohner, bevor sie ins Paradies reingehen werden, sie werden Bedauern empfinden, dass sie eine Stunde verpasst haben in diesem Leben, an der sie Allah nicht gedenkt haben, subhanahu wa ta'ala. Weil vielleicht in dem Moment, du siehst, du bekommst ein Paradies, alhamdulillah, ein Paradiesgarten, sehr groß, alhamdulillah, aber du siehst, andere haben höhere Stufe als du. Und das ist dein ewiges Zuhause. Das heißt, du kannst es jetzt nicht mehr ändern. Die da oben dürfen dich besuchen, aber du darfst nicht nach oben. Das heißt, die haben Dinge bekommen von Allah, die du nie im Leben sehen wirst für die Ewigkeit. Aber sie dürfen bei dir kommen und gucken, was du hast. Deswegen sagt es zwischen 2 Stufen im Paradies 100 Jahre Unterschied. Sagt, wenn der untere spazieren geht im Garten, der andere, der da oben, wenn er gegessen hat und rausgeht, spaziert in seinem Garten, sagt, dann schwitzt er das Essen Moschus raus. In einer Version sagt, er rückt das alles Moschus raus. Sagt, und der untere riecht das, sagt, was ist das für eine schöne Duft? Subhanallah. Nur das Essen. Dann sagen, das ist ein Paradiesbewohner von oben, hat gegessen, ist gerade rausgegangen, spazieren gegangen und das ist dieser Duft vom Essen, was er geschwitzt hat. Subhanallah. Aber das Problem, wenn wir sterben, ja, Achi, wir wünschen uns zurückzukehren, um wieder gut zu machen. Aber du hast jetzt die Zeit. Du bist jung, alhamdulillah. Du hast Kraft, du hast Energie. Also verwende diese Energie in der Gehorsamkeit gegenüber Allah. Bevor sie Allah wegnimmt, subhanahu wa ta'ala, dann wirst du es bereuen. Denn viele Menschen vernachlässigen 2 große Gaben. Gesundheit und Freizeit. Gesundheit und Freizeit. Sagt, diese Stunde ist die Stunde der Wahrheit. Und vor dieser Wahrheit kann niemand flüchten. Es gibt keinen Ausweg in diesem Moment. Du kannst nirgends wohin flüchten. Weil warum? In diesem Moment, liebe Brüder, ist so schlimm, a'udhu billah. So grausam sind die Schmerzen. Es kommen Engel zu dir. Und diese Engel, sie kommen, sie werden so sitzen bei dir, soweit das Auge reichen kann. Einer von denen ist so groß, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wenn Allah ihm das Befehl gibt, das diesseitige Leben, die Himmel und Erde zu verschlingen, er wird es mit einem Biss machen. Und die wirst du sehen in diesem Moment. Und die werden dich festhalten. Sie werden all deine Glieder festhalten, damit du nicht flüchten kannst. Sonst so stark sind die Schmerzen, so stark, so grausam, du könntest durch Meere und Wüsten rennen. Und die Gelehrten sagen, diese Malaika, diese Engel erschweren deine Zunge.
damit du nicht schreien kannst. Sag, sonst hättest du so laut geschrien, dass die Wände in diesem Raum kaputt gehen würden. Und die halten dich fest. Du kannst nirgends hin. Jetzt wirst du gebracht zu Allah subhanahu wa ta'ala. Dein Zuhause, dein wahres Zuhause, dein ewiges Zuhause, dein Grab, der dich erwartet. Entweder eine Grube des Höllenfeuers oder ein Paradiesgarten. Ist abhängig von dem, was du hier getan hast. Was hast du mit deiner Zeit jetzt gemacht? Wie viel Zeit haben wir verschwendet in unserem Leben? Wie viel haben wir gespielt, a'udhu billah? Wie viele Sünden haben wir begonnen? Haben wir überhaupt richtig Reue gemacht? Ist unsere Reue überhaupt bei Allah akzeptiert? Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, Imam al-Tabi'in, der Führer aller Tabi'in. Dieser Mann, über den wurde gesagt, dass dessen Worte sind gleich wie die Propheten. Ein sehr starker Mann. Ein Kalif hat gesagt, über den sagt, wenn dieser Mann unter einem Volk ist, dann ich will nichts mehr wissen über dessen Volk. Er sagt, ich bin sicher, dass dieser Volk tugendhaft sein wird. Wenn er über das Jenseits sprach, man denkt, er kommt gerade vom Jenseits. Einmal kam er raus, seine Klamotten waren dreckig. Und er war ungekämmt, stäubig. Die haben gesagt, was ist los, das ist ungewohnt bei dir. Ich sage, Wallahi, die Sorge des Jenseits hat meinen Verstand geraubt. Hat meinen Verstand geraubt. Es hat mir keine Zeit gelassen, um zu gucken, wie ich aussehe. Oder wie meine Klamotten aussehen. Heute, wir verpassen das Gebet, nur damit wir unsere Haare kämmen können. Nur damit wir gut aussehen für die Menschen draußen. Und deswegen verpassen wir die Gebete. Sieh, solche Kleinigkeit. Ein Mann heißt Salih al-Murri. Ein Tabi'i. Er hat sehr, sehr schöne Stimme, Koran-Stimme. Eines Tages saß er mit seinen Freunden, da erscheint ein Mann, sagt, er sah so aus, als ob er gerade vom Grab aufgestanden wäre. Sagt, dann habe ich diesen Mann zu mir gerufen, sagt, seine Augen waren voller Tränen, dieser Mann. Dann habe ich ihn gefragt, was ist denn los? Was hat aus dir sowas gemacht? Sagt, Wallahi, die Gedanken an den Tod. Sagt, die Gedanken an das, was geschehen wird nach dem Tod, hat aus mir sowas gemacht. Die Angst vom Jenseits hat sowas aus mir gemacht. Dann hat er sich hingesetzt. Dann hat er gesagt, ja Salih, du hast so eine schöne Stimme. Rezitiere für mich Koran. Und dieser Salih al-Murid hat angefangen, nur a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Sagt, der Mann fällt und wird ohnmächtig. Allahu Akbar. Fällt und wird ohnmächtig. Sagt, dann sind wir zu ihm hingegangen, haben ihn geweckt. Dann ist er aufgestanden. Das Erste, was er gesagt hat, sagt, nicht, nimm mich nach Hause, um mich auszuruhen. Sagt, rezitiere weiter, mir gefällt deine Stimme. Der andere rezitiert Versen über Jahannam. Heute sprechen wir, hören wir, a'udhu billahi, Kassetten über Jahannam. Keine einzige Träne wird vergossen. Das ist Beweis für unsere Hartherzigkeit, wal'iyadu billah. Das ist eine der schlimmsten Krankheiten heute dieser Umma. Unsere Augen sind ausgetrocknet, unsere Herzen sind hart geworden. Wir begreifen nicht, was uns erwartet. Dieser Mann hört nochmal diese Verse, fällt um. Sagt, diesmal haben wir versucht, ihn zu bewegen, er war schon tot. Er ist gestorben. So waren die Menschen damals. So viel Angst hatten die vom Tod. Von dem, was sie erwartet nach dem Tod, obwohl sie so fromm waren. Diese Menschen haben die ganze Nacht gebetet. Abu Hanifa radiallahu an, rahimahullah, 20 Jahre lang. Er hat den Morgengebet mit Isha-Wudu gebetet. 20 Jahre lang. Das heißt, 20 Jahre lang hat nachts nicht geschlafen. 20 Jahre lang. Er betet den Fajr-Gebet mit Isha-Wudu. Warum? Weil er einmal kam und hört die Leute, seine Gefährte erzählen von ihm, dass er nachts betet, viel betet. Aber er war nicht so gewesen, sagt, Subhanallah, die Menschen denken so von mir und ich bin nicht so. Ab dem Moment hat er angefangen, nachts zu beten, bis er starb. Was ist mit uns? Was haben wir für das Jenseits vorbereitet? Denkt ihr, unsere Verwandtschaft wird uns helfen? Rasulullah sagt zu Fatima und zu Aisha, und zu Fatima sagt, radiyallahu anha, ja Fatima, du sollst handeln, denn ich kann dir Yawm al-Qiyamah nicht helfen. Ja, Khadija, handel, ich kann dir Yawm al-Qiyamah nicht helfen. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er braucht nur Allah zu bitten. Allah wird ihm alles geben. Und trotzdem warnt seine Tochter und seine Familie, alaihi salatu wasallam. Was haben wir Yawm al-Qiyamah? Was werden wir Allah subhanahu wa ta'ala bringen? Sahaba werden kommen, einer wird seinen Kopf bringen. Einer wird seine Ohren bringen, ja Allah, hier für dich. Wird Bluten kommen für Allah zu Allah subhanahu wa ta'ala. Einer bringt sein Bein, einer seinen Arm. Hamza wird total, a'udhu billah, verändert kommen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Bluten. Es sieht aus wie Blut, aber es riecht nach Moschus. In anderer Version, es sieht aus wie Safran.
und es riecht nach Moschus. Was sollen wir Allah sagen? Was haben wir für Allah getan? Und wir, subhanallah, wir leben in Sicherheit. Wenn du mit den Muslimen redest, du fühlst, dass er sicher ist, subhanallah, hat keine Angst. Und Allah sagt, ich werde mein Abd, mein Diener nicht zweimal Angst machen. Und ich werde mein Diener nicht zweimal Sicherheit gewähren. Sagt, wenn er Angst hat im diesseitigen Leben vor mir hat, ich werde ihn Sicherheit gewähren am Tag der Auferstehung, wo die Menschen Angst haben werden. Und wenn er sicher ist vor mir im diesseitigen Leben, ich werde ihn Angst machen am Tag der Auferstehung. Und was für eine Angst wird das sein? Dass kleine Kinder, neugeborene Kinder, werden graue Haare bekommen. Die, die keine Sünde haben, die, die noch nie einen Fehler gemacht haben, die Malaika schreiben noch nicht mal von denen, was sie gesagt haben oder was sie gemacht haben, die können noch nicht mal sprechen. Neugeboren, graue Haare vor Angst. Sind wir bereit für diesen Tag? Haben wir genug Proviant gesammelt für diesen Tag? Wir sammeln Proviant, mashallah, wenn wir nach Marokko verreisen, wenn wir nach Tunesien verreisen oder Urlaub machen, a'udhu billah. Aber was ist mit dem wahren Proviant? Was ist mit Taqwa Allah Azza wa Jal, das ist das beste Proviant? Was ist mit dem, sich hüten vor Allah subhanahu wa ta'ala, vor dem, was Allah verboten hat, Azza wa Jal? Wie viele Mal in diesem Leben haben wir die Grenzen Allah überschritten? Wie viele Momente in diesem Leben haben wir Allahs Gesetz und seinen Gesandten sallallahu alaihi wa sallam widersetzt? Wie oft? Wir können noch nicht mehr zählen. Wie viele Sünden haben wir gemacht? Kleine Sünden, sagen wir. Klein. Wenn du einen Palast bauen willst, das sind auch kleine Steine. Aber daraus baust du einen Palast. Genauso mit kleinen Sünden hast du Bergen von Sünden, Yawm al-Qiyamah, die du ertragen musst. Möge Allah subhanahu uns bewahren vor diesen Sünden, inshallah. Sagt der Gelehrte, sagt, glaub mir, die Armee dieser Welt können den Tod nicht aufhalten. Keine Festung kann dich vor dem Tod sichern. Jetzt das Mädchen sagt, wieso hört mich keiner? Sie liegt ja am Sterben. Sie ruft, wieso hört mich denn keiner? Sie ruft, Vater, Mutter, Schwester, Bruder, wieso hört mich denn keiner, sagt das Mädchen. Hört mich denn keiner? Und subhanallah, sie sagt nochmal, plötzlich hört sie eine Stimme, eine fremde Stimme, die zu ihr spricht. Sagt er, aber ich höre dich. Das ist eine fremde Stimme. Ich höre dich. Und die sagt, du, wer bist du denn? Er sagt, kennst du mich nicht? Ich bin's. Der Teufel, a'udhu billah. Ich bin's, dein Gefährte, dein Freund, der dich dein ganzes Leben lang begleitet hat. Ich bin's, ich höre dir zu, die anderen können dir nicht mehr zuhören. Die anderen hören dich nicht. Und das ist die Versuchung des Todes. Das ist die Versuchung des Todes, wal'iyadu billah, und das ist der Teufel. Möge Allah subhanahu uns für ihn bewahren. Sagt, ich bin's, der Teufel. Sie sagt, ich suche Zuflucht bei Allah vor dir. Die sagt, was ist das für ein Spaß? Wer ist das? Sie hat die Sache nicht ernst genommen. Aber der Teufel spricht zu ihr in diesem Moment. Er flüstert in ihr Ohr, a'udhu billah, in diesem Moment. Sein Ziel, seine Sorge, a'udhu billah, sie irre zu führen in diesem Moment, wie er sie in ihrer Lebenszeit irre geführt hat. Er versucht sie vom geraden Weg, von der Wahrheit abzulenken in diesem Moment. Damit sie nicht alles Muslime stirbt. Und derjenige, der alles Kafir stirbt, er ist verloren für die Ewigkeit. Verloren für die Ewigkeit. Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma sagt, die Ungläubigen sollen ruhig lachen. Die Ungehorsamen, lass sie ruhig so viel lachen, wie sie wollen. Sag aber ab dem Moment, wenn sie sterben, wenn sie den Engel des Todes sehen, weil dieser Moment ist grausam genug. Weil Sayyidina Ibrahim a.s. hat den Engel des Todes gesehen, wie er kommen wird zu den Ungehorsamen oder zu den Ungläubigen. Schwarz, a'udhu billah, grausamer Gestalt, komischen Gestank. Sagt Sayyidina Ibrahim a.s. ist ohnmächtig geworden. Dann ist er aufgewacht, sagt bei Allah, wenn dies die einzige Strafe des Ungehorsamen, des Ungläubigen und Wahrheitbestreiter, sagt, dann hätte es genügt. Dann wäre es genug. Bei den Ungläubigen, a'udhu billah, wenn der Engel des Todes kommt in diesem Moment, das ist der Anfang der ewigen Strafe. Sagt, die fangen an in dem Moment zu weinen für die Ewigkeit. Sie hören nicht mehr auf. Weine heute vor Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Aus Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Weine aus Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Weine aus Sehnsucht nach Allah subhanahu wa ta'ala. Denn diese Tränen werden dir helfen, yawm al-qiyam.
Denn eine einzige Träne, die du vergießt im bisherigen Leben, aus Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala, jalla fi ula, damit löscht Allah Meeren yawm al-qiyam. Meeren von Jahannam, Flammen von Jahannam werden nur wegen einer einzigen Träne, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, gelöscht. Und damit rettest du viele von deiner Familie, sogar im Hadith von Rasulullah sallam. Und Allah ersetzte diese Tränen mit einer ewigen Freude im Jannah. Nur weine heute ein bisschen. Setz dich hin in eine Ecke, ganz allein, wo keiner dich sieht. Und denk an deine Sünden nach. Lese ein bisschen über Jahannam. Lese ein bisschen über Allah, was er dir alles gegeben hat. Wie viel hat uns Allah gegeben? Wie oft hat Allah unsere Sünden vergeben, Jalla fi'ula? Und wie immer wieder begehen Sünden, immer wieder sind wir ungehorsam, immer wieder sind wir undankbar gegenüber Allah, Jalla fi'ula. Denk ein bisschen daran, dass dein Leben von ihm abhängig ist. Dass du im Grab niemand hast außer Allah. Dass du am Tag der Auferstehung niemand hast außer Allah. Über die Brücke Yawm al-Qiyamah musst du gehen. Und drunter ist Jahannam und du hast niemand außer Allah. Aber wenn du heute Allahs Befehle vernachlässigt hast, wie soll Allah dir helfen, Jalla fi'ula? Wie soll Allah dir helfen, ja Achi, wenn du ihn heute nicht hilfst? Ich meine damit, dass du dein Glauben nicht hilfst, sein Glauben nicht hilfst, seine Religion nicht hilfst, den Islam. Also helfe heute den Dien von Allah subhanahu wa ta'ala, dann wird Allah dir helfen, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Das mit ihm sagt, wer bist du? Er sagt, ich bin's, dein Gefährte. Ich bin's, der Teufel. Sie sagt, ich suche Zuflucht bei Allah vor dir. Was ist das für ein Spaß, sagt das Mädchen. Sie sagt, ich glaube, es ist nur ein Albtraum und ich wache bald auf. Sie denkt immer noch, dass es nur ein Traum ist. Sie macht sich falsche Hoffnung, a'udhu billah. Und die ganze Zeit sagt, a'udhu billahi minash shaitan rajim. Ich suche Zuflucht bei Allah vor dir, sagt das Mädchen, sagt die ganze Zeit. Er sagt zu ihr, jetzt sagst du sowas, warum hast du es nicht erwähnt in deiner Lebenszeit? Warum hast du nicht Zuflucht bei Allah von mir genommen, als du noch am Leben warst? Warum hast du nicht gerufen zu Allah subhanahu wa ta'ala? Warum hast du nicht gebetet? Warum hast du nicht gefastet? Warum warst du ungehorsam? Und jetzt erkennen wir den Hadith von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, اغتنم خمسا قبل خمس. Nutze fünf aus, bevor fünf dich erreicht. Nutze dein Leben aus, bevor du stirbst. Nutze dein Leben aus, bevor du stirbst. Nutze deine Freizeit aus, bevor du beschäftigt bist. Nutze deine Gesundheit aus, bevor du krank wirst. Nutze dein Reichtum aus, bevor du arm wirst. Und da war noch einer. Wer erinnert sich? وَغْتَنِمْ شَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ. Und nutze deine Jugend aus, bevor du alt wirst. Fünf. Nutze sie aus. Das sind fünf Gaben, Herr Fien. Große Gaben von Allah subhanahu wa ta'ala. Nutze sie aus. Denn jetzt, wo sie am Sterben liegt, der Shaitan selber sagt zu ihr, macht es lustig über sie. Sag, warum hast du sowas nicht vorher gesagt? Warum hast du es nicht in deiner Lebenszeit gesagt? Ganz kurz, die zwei Brüder bitte sollen, sonst geht nicht. Vielleicht trennt sie, inshallah. Entschuldige, aber sonst bin ich unkonzentriert, inshallah. Ja? Nicht, geht nach hinten, könnt ihr spielen, ist kein Problem, inshallah. Entschuldigung, ja? Astaghfirullah. Schon, ich bitte um Verzeihung, schon. Wie gesagt, das Mädchen sagt, ich suche Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala. Jetzt sagt der Shaitan sagt zu ihr, jetzt sagst du sowas, warum hast du es nicht gesagt oder erwähnt in deiner Lebenszeit, wo du noch gesund warst, wo du Zeit hattest? Warum hast du es nicht erwähnt? Warum hast du nicht Allah um Hilfe gebeten, dass er dich standhaft macht? Warum hast du nicht Allah darum gebeten, dass er dich recht leitet? Du warst ja beschäftigt. Du bist noch jung, deine Jugend hat dich, a'udhu billah, betrogen. Du hast dich täuschen lassen vom Täuscher, a'udhu billah, vom Teufel, nasallallahu alaihi wa sallam. Vom Schmuck des Sitzes des Seite gelebt hast du dich täuschen lassen, nasallallahu alaihi wa sallam. Der Shaitan sagt zu ihr, warum hast du es nicht erwähnt, vor diesem Anfall, bevor du so weit gekommen bist? Jetzt ist es zu spät. Jetzt wird dir das nicht mehr helfen. Jetzt ist Ende für dich. Du kannst nicht mehr zurückgehen. Du kannst keine guten Taten mehr machen. Denn der Tod ist gekommen. Der Shaitan sagt zu ihr, jetzt sagst du das, wo du am Sterben liegst. Was für eine Unverschämtheit ist das? Er sagt zu ihr, was für eine Unverschämtheit ist das, was du gerade hier sagst? Denn das, was du sagst, wird dir nichts bringen. Sie sagt, Tod, Sterben, was für ein Tod? Ich bin noch zu jung, um zu sterben. Jetzt der Shaitan hat sie aufmerksam gemacht. Er hat zu ihr gesagt, jetzt wo du am Sterben liegst, suchst du Zuflucht bei Allah vor mir? Die hat das Wort Sterben verstanden. Die sagt zu ihm, Tod? Ein Fragezeichen. Sterben?
Ich bin noch zu jung, um zu sterben. Was erzählst du denn da? Sagt dann der Shaitan zu ihr, er hat das Wissen, Abdullah. Sagt, seit wann nimmt der Tod Rücksicht auf jung oder alt? Denn es ist eine festgesetzte Frist. Und die kannst du nicht mehr ändern. Das spielt keine Rolle, ob du jung bist oder alt bist. Ehrlich gesagt, wie oft haben wir gehört, vielleicht in Nachrichten oder habt ihr im Internet selber gesehen oder gehört, dass Leute gerade verheiratet, und sie waren unterwegs zu Shahr al-Asal. Shahr al-Basal ist geworden, nicht Shahr al-Asal. Die sagen, das ist der Monat, Honigmonat nennen die ungefähr. Das heißt, weil die Römer damals und die Männer und Frauen damals haben viel Honig einen Monat vorher gegessen. Weil in Honig stecken viele Vitamine und Kraft für den Mann und die Frau. Damit er eine neue Information hat. Also einen Monat vorher viel Honig essen schon. Wie gesagt, subhanallah, wie viele Menschen wollten gerade unterwegs, um ihren Monat zu genießen. Gerade rausgefahren mit dem Auto, dann kommt das, was sie nicht erwartet haben. Der Engel des Todes hat in der Ecke gewartet. Und du siehst das Auto zerquetscht. Beide sind tot. Und das sind mehrere, wallah, ich habe mehrere Bilder gesehen. Gerade geheiratet. Sie gehen raus, sie sterben beide. Neugeborene Kinder, gerade geboren, einen Tag gelebt, sind tot. Hier in Bonn, das ist bei zwei Brüdern, habe ich erlebt. Ein Tag alt. Gerade raus, alle hoffen, dass er groß wird, dass er Erfolg haben wird. Aber subhanallah, dann bricht das herein, das, was sie nicht damit gerechnet haben. Der Tod. Überraschend. Sie haben es nicht erwartet. Wer erwartet von einem kleinen Kind, einen Monat alt oder einen Tag alt, dass er stirbt? Subhanallah. Aber der Tod macht keinen Unterschied. Der Tod macht keinen Unterschied. Allah spricht subhanahu wa ta'ala, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٍ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Allah spricht, jede Gemeinschaft hat eine festgesetzte Frist. Und wenn nun ihre Frist kommt, können sie sie weder um eine Stunde hinausschieben, noch sie vorverlegen. Das ist eine festgesetzte Frist, jeder von uns. Denn bevor wir rauskamen vom Mutterleib, ein Engel kommt, sagt, ja Allah, Junge oder Mädchen, Allah entscheidet, Junge oder Mädchen. Ja Allah, unglücklich oder glücklich, das heißt, du gehörst ins Paradies oder ins Höllenfeuer. Sagt Allah, unglücklich oder glücklich, entscheidet wieder Allah. Ja Allah, seine Versorgung, schreib arm oder reich. Ja Allah, was soll ich noch schreiben? Seine Todeszeit. Die steht auch fest. Das heißt, wenn der Tod kommen wird, wir können es nicht mehr ändern. Das geht nicht mehr. Das heißt, wir müssen uns für diesen Moment vorbereiten. Ab heute. Nicht weglaufen vom Tod. Wir hören Tod, wir kriegen Angst und laufen weg. Zum Gegenteil. Ich höre den Tod. Dieser Tod ist eine Wahrheit, die kommen wird. Also der wahre Mu'min, der Kluge, ist der, der sich am härtesten für den Tod vorbereitet. Und der den Tod am meisten gedenkt. Wie Ibrahim al-Adham sagt, ich weiß, dass der Tod sich auf den Weg gemacht hat zu mir. Also ich habe mich genauso auf den Weg zu ihm gemacht. Keine Angst, sondern bereite dich vor. Manchmal Angst muss man haben, aber nicht weglaufen vom Tod. Denn der Tod wird hinter dir herlaufen, der wird dich erreichen. Sondern laufe ihm entgegen, bieten, indem du dich mit guten Taten vorbereitest. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt zu Abu Dharr radiallahu anhu, ja Abu Dharr, schick dein Geld voraus. Wohin? Ins Jenseits. Das heißt, spende, ja Abu Dharr. Dann wirst du Freude daran haben, hinterher zu gehen. Genauso, wenn du gute Taten hast, vorausgeschickt hast, du wirst Freude daran haben, weil du wirst deine guten Taten treffen. Nicht erwartet nur Gutes, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Wenn du gebetet hast, wenn du gefastet hast, wenn du Allah gedenkst die ganze Zeit, wenn deine Zunge nicht müde wird vom Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala, wenn du spendest und Almosen gibst und du verrichtest die Abgabe, alhamdulillah, und die Pilgerfahrt, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, du gebietest das Gute und du verbietest das Schlechte, bi'idhnillahi, und du veränderst dein Verhalten vom Schlechten zum Guten, von dem, was Allah hast, zu dem, was Allah liebt. Dadurch sehen dich die Menschen draußen, das ist schon Da'wah. Viele Menschen sehen, MashaAllah, guck mal, wie fromm der ist, wie gut er ist. Sie erinnern sich durch deinen Anblick, diesen Anblick an Allah. Und das sind die Besten bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und all diese Menschen, die dir folgen und das Gleiche tun, was du getan hast an guten Taten, du bekommst die ganze Belohnung, Yawm al-Qiyamah. Dann freust du dich zu gehen, weil du hast etwas aufgebaut. Wo? Im Paradies. Aber wenn du, a'udhu billah, nicht betest, oder vielleicht betest und achtest gar nicht auf deine Gebete beispielsweise. Du gedenkst Allah nur wenig. Und du stehst auf zum Gebet, a'udhu billah, ob Berge auf deine Schulter stehen werden. Mit großem Last. Wie ob das Gebet eine Strafe geworden ist, subhanallah.
Und das ist eine Verbindung zwischen dir und Allah. Es ist eine Ehre für mich, bei Allah zu stehen. Vor Allah zu stehen. Zwischen seine Hände niederzuwerfen. Allah ist eine Ehre für einen Mu'min. Und wenn ich Allah gedenke, Allah erwähnt mich. Wenn ich alleine Allah erwähne und gedenke, Allah erwähnt mich bei den Engeln. Subhanallah, ist es keine Ehre? Und du stehst auf, du bist faul zum Gebet, du bist so schwer, du willst gar nicht beten. Ob man dich zum Knast nehmen würde, A'udhu Billah. Und du gedenkst, Allah erwähnt, das sind die Eigenschaften von Frevel, A'udhu Billah. Und Heuchler. Der Mu'min, wenn er hört, Allahu Akbar, lässt alles liegen und geht. Allahu Akbar, Hayya ala Salah, eilt euch zum Gebeten, eilt euch zum Erfolg. Er lässt alles liegen. Das diesseitige Leben wird für ihn gleichgültig sein. Allahu Akbar. Allah ist wichtiger in diesem Moment als alles andere. Aber wenn du die Gebete vernachlässigst oder hinaus zögerst, dass du sogar außerhalb der Zeit betest, du hast Angst zu gehen, weil dich erwartet nur Schlechtes, weil du hast dein Zuhause im Höllenfeuer aufgebaut, wal-iyadu billah. Und niemand von uns möchte in Hölle sein mit Shaitan, a'udhu billah. Nas'alullah al-afwa al-afiyah. Allah sagt im Koran, Ya ayyuhal ladhina amanu, لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا الله زاكم كفاغي بزيسن القرآن O ihr, die glaubt, nicht ablenken sollen euch euer Besitz und eure Kinder von Allahs Gedenken. Sag, diejenigen, die dies tun, das sind die Verlierer. Diejenigen, die sich ablenken lassen von deren Besitz und Kinder, Arbeit, Reichtum, Vermögen, Spaß, Nafs, Schule, Studium, alles, was mit diesseitigem Leben zu tun hat. Diese Menschen sind die Verlierer. Und Allah erwähnt oft im Koran, der stirbt als Unachtsamer, A'udhu Billah, als Ungehorsamer. Allah sagt, dies ist der wahre Verlust. Du kannst alles in diesem heutigen Leben verlieren, das ist nur ein kurzer Verlust, ein begrenzter Verlust. Aber wenn du als ein Ungehorsamer stirbst, das ist der wahre Verlust, denn dich erwartet die mächtige und die gewaltige Strafe Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula. Allah sagt, diejenigen, die dies tun, das sind die Verlierer. Und gebt aus von dem, womit wir euch versorgt haben, bevor zu einem von euch der Tod kommt und er dann sagt, wenn er am Sterben liegt, mein Herr, würdest du mich doch auf eine kurze Frist zurückstellen, dann würde ich Almosen geben und zu den Rechtschaffenen gehören. Allah wird aber keine Seele zurückstellen, wenn ihre Frist kommt. Und Allah ist kundig, subhanahu wa ta'ala, ungefähr dessen, was ihr tut. Das heißt, Allah Jalla fi'ula weiß über alles Bescheid. Und wenn der Tod kommt, und wir bitten Allah, Ya Rabbi, lass mich zurück, Ya Allah. Ich möchte zurückkehren, Ya Allah. Ich möchte all das, was ich falsch gemacht habe, wieder gut machen. Ich möchte meine Sünden bereuen, ich möchte meine Sünden weinen, Ya Allah. Ich möchte nur noch im Moschee sitzen, Ya Allah. Vom Gebet zu Gebet warten, Ya Allah. Mehr will ich nicht. Ich werde kämpfen für Sabilillah. Ya Allah, ich bin bereit, mein Leben dir zu geben. Ich bin bereit, alles zu machen, ja Allah. All das, was du sagst, all das, was du willst, deine Befehle werde ich gehorchen, ja Allah. Deine Befehle werde ich befolgen, ja Allah. Deine Grenzen, die ich überschritten habe, möchte ich jetzt nicht mehr überschreiten, ja Allah. Ich halte mich daran, ja Allah. Ich bewahre deine Befehle, ich bewahre den Koran, ich bewahre die Hadithe, ich bewahre die Sunna, ja Allah. Ich bin bereit, mein ganzes Leben zu geben für dich, ja Allah, subhanahu wa ta'ala. Aber trotzdem wird all das nicht mehr helfen. Tu das doch heute, weil dieser Moment wird kommen. Und ich bin sicher, viele von uns werden es auch sagen. Viele von uns werden es auch sagen. Wer sind wir? Ehrlich gesagt, wer bist du? Wer sind wir? Willst du wissen, wer du bist? Willst du wissen, wer du bist bei Allah subhanahu wa ta'ala? Dann guck einfach in dein Herz hinein. Und guck die Position Allah in dein Herz, wie sie ist. Guck, welcher Rand hat Allah subhanahu wa ta'ala bei dir? Wie wichtig ist Allah für dich? Dann wirst du wissen, wie wichtig du bei Allah bist. Aber achte heute, als ich sage, guck dein Herz, wie wichtig deine Frau ist, wie wichtig der Mann ist, wie wichtig die Kinder sind, wie wichtig unsere Arbeit ist, wie wichtig unsere Schule ist, wie wichtig unsere Prüfungen sind, wie wichtig unsere Autos sind, unsere Klamotten, alles ist wichtig. Dann kommt vielleicht Allah subhanahu wa ta'ala. Erst dann vielleicht kommt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam. Dann kommt die Sunna von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.
Also wir sind in Gefahr. Jeder von uns hier guckt, wenn du zu Hause sitzt allein, wo keiner dich stört, alles ruhig, alles still. Sei ehrlich. Wie ist Allah in deinem Herz? Hat Allah die erste Position? Ist Allah Nummer 1 in deinem Herz oder nicht? Wenn Allah Nummer 1 ist in deinem Herz, dann gehörst du zu denen, die Nummer 1 sind bei Allah subhanahu wa ta'ala. Jalla fi ala. Der Shaitan sagt zu ihr in diesem Moment, A'udhu billah, sag jetzt ruhe ich mich aus, nachdem ich meine Mission erfüllt habe. Der Shaitan sagt zu diesem Mädchen, jetzt ruhe ich mich aus, nachdem ich meine Mission erfüllt habe. Sie sagt zu ihm, welche Mission, was sagst du denn da? Er sagt, meine Mission hat ab dem Tag begonnen, als Allah Adam erschuf, an dem Tag, wo Iblis, Adu Allah, geschworen hat, alle Söhne Adam irre zu führen und sie vom Weg abzuweichen. Sagt, ab dem Moment haben sich die Menschen in zweierlei Parteien oder Gruppierungen geteilt, gespalten. Allahs Gruppierung und die Gruppierung des Teufels, wal'iyadu billah. Sie sagt, o wehe dir, was erzählst du denn da? Der Shaitan sagt zu ihr, sind diese Worte neu für dich? Diese Worte sind ja fremd für dich. Er sagt zu ihr und macht sich lustig über sie. Verzeih mir, ich habe dich ja abgelenkt durch Musik. Und ich habe dir alles andere geschmückt, was verboten war. Ich habe vergessen, ich habe dich an Musik und Blödsinn dran gewöhnt. Sagt, es ist mein Fehler gewesen, ich habe dich ja abgelenkt. Der macht sich sogar da lustig über sie. Im diesseitigen Leben macht er sich lustig über uns. Jedes Mal, wenn er uns besiegt, Adu Allah, und uns dazu bringt, Sünden zu begehen. Weil das Problem, liebe Brüder, wenn wir Sünden begehen werden und danach weinen, wäre es kein Problem. Aber das Problem, wir weinen sehr wenig. Wir machen viele Sünden und wir bitten wenig um Allah und Vergebung, subhanahu wa ta'ala. Und das Problem, wir werden immer älter und nicht jünger. Und das Schlimmste bei Allah, subhanahu wa ta'ala, ist der, der älter wird und seine Sünden sich vermehren und sein Vergeben, also sein Bitten um Vergeben bei Allah, subhanahu wa ta'ala, wird immer weniger. Und seine schlechten Taten werden immer mehr. Also ab heute, bevor wir diese 40 erreichen, hoffentlich erreichen wir diese 40 Jahre, inshallah. Wenn du, bevor du 40 wirst, arbeite daran, dass das Gute in dir das Böse besiegt. Dass die guten Eigenschaften in deinem Herz sich vermehren. Die lobenswerten Eigenschaften, die Allah liebt, dass sie in deinem Herzen stärker werden. Und dass die schlechten Eigenschaften weniger werden. Die tadelnswerten Eigenschaften weniger in deinem Herz werden. Jetzt musst du daran arbeiten, nicht sagen, ich warte, bis ich 40 bin. Denn je länger du in dieser Krankheit steckst, desto schwerer für dich wird, diese Krankheit zu besiegen. Weil wenn die Krankheit, die Krankheit besiegt, wenn die Krankheit dein Herz überwältigt, dann ist es für dich schwer, danach sie zu besiegen. Sogar stirbt dein Herz, und wenn das Herz stirbt, es ist schwer, dass er danach wieder aufwacht oder belebt wird. Wal'iyadu billah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns aufwecken, bevor wir sterben. Sagt, sind diese Worte neu für dich? Er sagt, verzeih mir. Ich habe dich an Musik und alles Verboten dran gewöhnt. Es ist mein Fehler gewesen. Ich habe dich ja abgelenkt. Sie sagt, ich suche Zuflucht bei Allah vor dir. Ich gehöre zu Allahs Gruppierung. Ich bin besser als viele, sagt sie. Achtet auf diese Worte. Sie sagt, ich bin besser als viele. Sie macht sich jetzt Hoffnung. Der Shaitan sagt zu ihr, was für ein schönes Wort. Die, die in Jahannam sind, sagen auch, wir sind besser als die, die ganz tief unten sind im Höllenfeuer. Die, die in Jahannam sind, weil Jahannam ist für die ungehorsamen Muslimin. Und Jahannam hat 7 Stufen. 7. Einer ist schlimmer als der andere. 70 Jahre tief. 70 Jahre tief. Einmal werden wir über die 7 Stufen des Höllenfeuers sprechen, inshallah. Ihr werdet sehen, Jahannam ist das harmloste von allen. Jahannam ist für die ungehorsamen Muslimin. Vielleicht für uns, wal'iyadu billah. Sie sagt, ich suche Zuflucht bei Allah vor dir. Ich gehöre zu Allahs Gruppierung. Ich bin besser als viele. Was für ein schönes Wort, sagt der Teufel. Denn die, die in Jahannam sind, sagen, wir sind besser als die, die ganz tief im Höllenfeuer sind. Aber der sagt, aber sie sind alle in der Hölle drin. Das macht keinen Unterschied. Er sagt, egal ob sie sagen, besser oder nicht besser, sind alle in der Strafe im Höllenfeuer. Al-Iyadu Billah. Alle waren im Irrtum. Ob das kleine Irrtum oder große Irrtum ist, das macht keinen Unterschied. Hauptsache, sie sind alle in der Hölle drin, na'udhu billah, und das macht den Teufel glücklich. Sie sagt, ich habe aber kleine Sünde, ich bin Muslima. Ich habe kleine Sünde, sagt das Mädchen. Er sagt, nein, meine Gefährten, du hast gewaltige Sünden, aber ich habe sie klein in deinen Augen gemacht. Ich habe sie dir geschmückt, sagt der Shaitan, adu Allah. Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. الله سبحانه وتعالى زاتهم قفاغ أبزتهم دا شمكت إينن دا زاتا إغتاتا أوس زو استهويت إغ شبسها und für sie wird es schmerzhafte Strafe geben, al-iyadu billah. Für sie wird es schmerzhafte Strafe geben, al-iyadu billah. Das schmückte ihnen, wer? Der Shaitan, der Teufel, der Satan, aduallah, ihre Taten aus. Das heißt, er hat diese Unzucht geschmückt für sie. Alkohol, Wein trinken, a'udhu billah. Alle verbotenen Taten hat er geschmückt für die Menschen, um sie zu locken. Er schmückt das ganze diesseitige Leben. Alles, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat, schmückt er für uns, um uns zu locken, aduallah. Du siehst eine Frau mit Minirock und du weißt, dass es eine verbotene Frau für dich ist. Du weißt, dass es verboten ist, wenn du sie anguckst. Aber jede Frau, die geschmückt, geschminkt rausgeht und a'udhu billah, die teils angezogen ist und teils nicht, die stellt sich zur Show da draußen, zwei Teufel gehen mit ihr raus. Einer stellt sich vorne und einer hinten und sie schmücken sie für die Männer. Und dann guckst du, dann hast du eine Sünde begonnen. Während du guckst, er macht sich lustig über dich. Denn du hast eine gewaltige Sünde gemacht und du für dich, ich habe ja nur geguckt. Das ist ein vergifteter Pfeil von Iblis, der dein Herz trifft. Und immer wieder machst du das, weil er schmückt diese Frau in deinen Augen, a'udhu billah. Bis du Sinna machst, du hast Unzucht begonnen, dann wird dein Iman von deinem Herz entzogen in diesem Moment. Denn wenn du Sinna begehst, Allah entzieht den Iman von deinem Herz, dein Glauben von deinem Herz. Und dann kehrt dein Glauben wieder zurück, aber sehr, sehr schwach, schwächer als vorher. Weil du hast es durch diese Tat geschwächt. Weil der Iman wird durch Sünde schwächer. Und diese Schwäche ist abhängig von der Größe dieser Sünde. Und all das ist, danach merkst du selber, dass es dir schlecht geht. Ein Muslim merkt, das geht dir schlecht. Nach jedes Mal, wenn du eine Frau guckst, merkst du, das tut dir weh. Der, der ein lebendiges Herz hat, merkt es. Ein Gift im Herz, a'udhu billah. Du bedauerst, danach wirst du denken, ja Allah, Allah hat mir zugesehen. Allah hat mich gesehen, als ich das getan habe. Und das tut dein Herz weh, das macht dich depressiv, wal'iyadu billah. Traurig, denn die Sünde verursacht Trauer und Angst. Und verursacht Sorgen die ganze Zeit, wal'iyadu billah. Erst dann, danach kannst du vielleicht wieder weinen und Allah um Reue bitten, aber wir weinen sehr, sehr wenig. Möge Allah uns bewahren. Also nehmt euch in Acht vor diesen Iblis, adu Allah. Denn sein Ziel ist, das diesseitige Leben zu schmücken, all das, was Allah verboten hat. Aber die guten Taten, die Allah subhanahu wa ta'ala gebietet, jalla fi ula, oder geboten hat, macht alles schwer. Er macht sie schwer. Er versucht dich zu hindern. Beispielsweise das Gebet. Und das kommt gleich über das Gebet. Und das Gebet ist eine der besten Taten im Islam. Und der Beweis dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala dem Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Nachtreise erlaubt hat, damit er ihm diesen Geschenk geben kann. Das Gebet. Das ist das Salah as-Salah. Das kommt von Sila. Verbindung zwischen dir und Allah. Und er will nicht, dass du eine Verbindung hast, eine Beziehung hast durch das Gebet mit Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du zu Hause sitzt, beispielsweise, du guckst ein Fußballspiel. Jetzt kommt diese WM auf uns zu, a'udhu billah. Du sitzt vom Fußballspiel und er schmückt das Spiel die ganze Zeit. Er macht es dir so wichtig, subhanallah. Du hast eine halbe Stunde bis zur Moschee vor dem Gebet. Dann er kommt zu dir und er schmückt das Gebet, er schmückt das Spiel, subhanallah, du genießt das Spiel. 1:0 für deine Mannschaft, mashallah, und das Spiel ist heiß. Tore ohne Ende, danach vielleicht, a'udhu billah, und die Tribüne ist voll, alle am Schreien, verschiedene Farben, Fernseher, mashallah, so groß wie ein Kino-Dings da. Ja, und du stehst da und du hast Tee, mashallah, und Kekse und Cola. Und die Frau, weiß Allah, die Arme, die lenkt extra die Kinder ab. Und du bist sauer, wenn die Kinder was sagen. Du hast eigene Atmosphäre gebildet. Der Shaitan hat ja, a'udhu billah, eine schöne Atmosphäre gebildet, die es in Jahannam bringen wird. Das scheint alles schön zu sein, das stimmt. Aber Allah, das ist, sagen der Shaitan, schlug das Ganze, damit du deine Pflicht vernachlässigst. Dann hast du eine halbe Stunde, sag ja, ich muss jetzt Wudu machen, endlich um zur Moschee zu gehen. Sag ja, das Spiel ist gleich zu Ende, warte doch ein bisschen. Der erste Bus ist weg. Dann subhanallah 1:1 Verlängerung. Allahu Akbar. Oh, jetzt gehe ich zum Moschee oder nicht zum Moschee, a'udhu billah. Was soll ich jetzt machen? Das ist eine große Prüfung jetzt für dich. Ja Allah, gehe ich nicht. Jetzt Nafs sagt, guck. Und dein Verstand sagt, nein, das Gebet ist wichtiger. Aber er unterstützt ja dein Nafs, dein Ego, a'udhu Allah. Er sagt, ja guck doch ein bisschen, ist doch nicht schlimm. Einmal hast du das Gebet verpasst, was ist das? Ja, wenn du einmal ein Gebet verpasst, im Moschee, in Gemeinschaft, du kannst dein Leben lang so viel beten, wie du willst, du kannst diese Belohnung nicht mehr nachholen. Ein Verlust für die Ewigkeit. Du kannst so viel nachts beten, wie du willst. Du kannst diese Belohnung von diesem Pflichtgebet nie mehr nachholen. Für die Ewigkeit. Ein Verlust. Und dann, subhanallah, du sagst, nein, Allah, ich gehe jetzt, Allah ist wichtiger. Du stehst auf, du hast ihn besiegt. Erster Schritt hast du ihn besiegt.
Du machst Wudu, Alhamdulillah, und du gehst raus. Auf dem Weg triffst du jemanden. Das ist oft passiert. Da schickt er jemanden. Salam alaikum, wie geht's dir? Und keine Ahnung, vielleicht sogar einer vom Jahiliyyah, a'udhu billah. Oder eine Frau, die du kennst. Und dann fängt dann die Unterhaltung. Das gefällt mir jetzt den Unterhalt. Und dann besiegst du ihn in diesem Moment, du bist im Bus eingestiegen, du gehst, er versucht erstmal dein Herz in diesem Moment zu, sag mal, so schmutzig zu machen durch die Blicke, guckt er diese Frauen. Bis du die Moschee erreichst und dein Herz ist schon tot, a'udhu billah. Dann hast du nur noch diese Bilder beim Gebet. Dann sagst du, nein, ich besiege ihn jetzt, a'udhu Allah. Ich gucke nach unten, ich senke meine Blicke. Dann kommst du vor der Moschee und du hast alle Schritte besiegt. Jetzt, a'udhu Allah, er steht vor der Tür mit dir, er sagt, okay, du hast mich jetzt besiegt, aber ich schwöre bei Allah, sagt er. Er selber schwört bei Allah. Sag, ich werde dich vom Moschee rausholen, vom Gebet so rausholen, nach Hause schicken, wie ich dich zum Moschee gebracht habe. Das heißt, ohne Belohnung. Er lässt dich rein, er gibt auf, aber der geht mit rein. Es wird erstmal zum Gebet gerufen, er läuft weg, weil er diesen Gebetsruf nicht vertragen kann. Dann aber beim Gebet, verrichten das Gebet, er kehrt zurück. Und setzt sich hin auf deine Schulter, auf der linken Seite. Und er fängt an zu erzählen, Geschichten vor 10 Jahren. Ey, weißt du noch, sogar das Schlimmste, er fängt an mit dem Spiel. Ey, was haben wir gespielt jetzt? Oh, Verlängerung. Wer hat gewonnen? Meine Mannschaft oder die anderen? Wie viel steht das jetzt? Sind die weitergekommen? Sind sie nicht weitergekommen? Sind ausgeschieden? Nicht ausgeschieden? Er erzählt den ganzen Bericht vom Fußballspiel. Beim Gebet. Er lenkt dich ab, damit du ohne Demut betest. Damit du abwesend bist. Damit dein Herz in diesem Moment, während du vor Allah stehst, dein Herz steht vom Fernsehen. Dein Herz hast du beim Fernsehen gelassen, vom Spiel. Aber dein Körper steht vor Allah. Und das ist dieser Heuchler-Demut, wal-iyadu billah. Dein Körper sieht vielleicht für die Menschen demütig aus. MashaAllah. Aber dein Herz ist woanders. Nicht bei Allah. Und dann hat er gewonnen. Weil du dann aus dem Gebet rausgehst, wie du gekommen bist. Ohne Gebet. Ohne Belohnung. Das heißt, dieser Adu Allah Iblis schmückt alles, was Allah verboten hat. Damit wir das begehen. Und A'udhu Billah macht alles schwer, das, was Allah liebt und das, was Allah geboten hat, damit wir das nicht tun, A'udhu Billah, damit wir alles Verlierer kommen am Tag der Auferstehung, wal-iyadu Billah. Er sagt dann zu den Mädchen, ich habe nichts anderes getan, außer dich zu Ungehorsamkeiten einzuladen. Und du hast meiner Einladung gefolgt. Ich habe dir das Verbotene geschmückt, sagt er. Das ist mein Job, seitdem Sohn Adam existiert. Ich mache dir falsche Hoffnung die ganze Zeit. Ich lenke dich ab vom Gebeten, von Gehorsamkeiten gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, von guten Taten. Und ich habe dich oft zum Vergessen gebracht. Du hast oft das Gebet vergessen, du hast oft Ramadan vergessen. Ein Ramadan vergeht, zweiter Ramadan vergeht. Und du fastest nicht. Du weißt noch nicht mal, wann Ramadan ist. Und sogar viele wissen noch nicht mal, wann die 5 Gebete sind. Wissen gar nicht, obwohl sie beten. Der Beweis, dass du auf dein Gebet achtest, dass du immer achtest, einen Plan hast zu Hause, wann das Gebet ist. Immer achtest du darauf. Weil das Gebet ist erst vollständig, wenn du pünktlich betest. Erst wenn du pünktlich bist. Und das Gebet pünktlich, liebe Brüder, wenn man pünktlich betet, am Anfang der Zeit. Es gibt ja 2 Zeiten für das Gebet. Erstmal das erste, wo man das erste Mal zum Gebet ruft. Und die 2. Zeit, das ist Beispiel kurz vor, beispielsweise das Dhuhr-Gebet, ist 2:30. Das ist Anfangszeit. Und die Ende der Zeit vom Dhuhr-Gebet ist kurz vor Asr. Das ist, also wenn du da betest, auch Alhamdulillah gut. Solange man nicht zum nächsten Gebet gerufen hat, gilt es immer noch die Zeit für den vorherigen Gebet. Aber der Unterschied an Belohnung, wenn man beispielsweise am Anfang des Gebetszeit betet oder am Ende, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt, ein Hadith Hassan, ein guter Hadith, Überlieferung sagt, die Anfangszeit ist wie das Jenseits. Und die 2. Zeit ist wie das diesseitige Leben. So großer Unterschied. Und das diesseitige Leben gegenüber das Jenseits ist wie ein Tropfen im Ozean. Das heißt, so viel Belohnung hast du verloren, wenn du später betest. Du hast pünktlich gebetet, das gilt immer noch pünktlich, Alhamdulillah. Aber das ist eine Waffe vom Scheitan. Wenn du betest, er versucht dich abzuhalten vom Gebet. Wenn du angefangen hast, er versucht dir von deiner Belohnung etwas zu klauen, Aduwallah, weil er weiß, dass das auch ein Verlust ist, Yawm al-Qiyam. Du wirst es bedauern und bereuen. Und das ist sein Ziel. Wenn du angefangen hast zu beten, Alhamdulillah, dass er langsam anfängt, irgendwie zu tricksen, damit du weniger betest oder später betest oder du hinauszögerst der Gebete, a'udhu billah, oder vernachlässigt diese Gebete, bis er dann in einer wieder schafft, dass du komplett das Gebet verlassen hast, wal-iyadu billah. Er sagt, das ist mein Job, seitdem Sohn Adam existiert, ich mache dir falsche Hoffnung, ich lenke dich oft ab, ich brach dich oft zum Vergessen.
Ich habe dich dazu oft gebracht, die Reue sogar zu verzögern, A'udhu Billah. Wie viele von uns manchmal sagen, okay, heute Nacht gehe ich nach Hause, ich mache zwei Raka'at Tauba. Zwei Raka'at Reue, Ende aus, mit meinem vergangenen Leben, das ist vorbei. Ich habe so viele Sünden gemacht, ich bereue diese Sünden, ich bedauere diese Sünden, diese vergangenen Nachlässigkeiten, ich will alles wieder gut machen. Ich möchte meine Beziehung, meine Verbindung zu Allah subhanahu wa ta'ala stärken, ich möchte sie verbessern. Ich möchte, dass Allah stolz auf mich ist, ich möchte, dass Allah sich freut über meine Reue. Denn Allah subhanahu wa ta'ala freut sich über seinen Diener, wenn er Reue zeigt oder reumütig zurückkehrt, wie jemand beispielsweise, der ein Kamel hat oder ein Pferd hat und wo alles, sein ganzes Proviant ist da drauf, was er braucht in der Wüste, um zu überleben. Subhanallah, dieser Mann macht Pause unter einem Baum, plötzlich liegt er, macht er ein Nickerchen, sein ganzer Kamel oder Pferd mit all seinem Proviant ist weg. Das heißt, ihn erwartet der Tod. In der Wüste ist nicht hier, wenn du hier in der Ecke Tankstellen hast, überall. Der sitzt da und hat aufgegeben, wartet auf den Tod. Plötzlich, Subhanallah, kehrt sein Kamel zurück mit all seinem Proviant zurück. Das, was sein Leben retten wird. Der Mann vor Freude sagt, guckt zum Himmel und sagt, O Allah, du bist mein Diener und ich bin dein Herr. Hat vor lauter Freude andersrum gesagt. Normalerweise muss er sagen, O Allah, du bist mein Herr, ich bin dein Diener. So glücklich war der Mann, dass er das in dem Wort gedreht hat. O Allah, du bist mein Diener, ich bin dein Herr, hat er gesagt. Allah freut sich mehr als dieser Diener über sein Proviant, über die Rückkehr seines Dieners. Sogar wenn jemand Reue zeigt und zurückkehrt zu Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril alayhi salam geht mitten in einen Engel im Himmel und leuchtet eine Leuchtkrone vom Paradies. Die Engel sagen, was ist das? Warum machst du das, ja Jibril? Sag, heute hat sich jemand mit Allah versöhnt. Was für eine Ehre ist das? All deine vergangenen Sünden, Allah wandelt um zu guten Taten. Du brauchst nur an dem Moment ehrlich zu sein, mit aufrichtigem Herz und aufrichtiger Absicht. Ja Allah, ich kehre heute zurück zu dir, ja Allah. Ich werde reumütig zurückkehren, ja Allah. Ich bereue all das, was ich getan habe, ja Allah. Allah wird sich freuen. Wallahi, wenn wir wissen würden, wie sehr Allah sich freut über unsere Rückkehr, bieten Allah subhanahu wa ta'ala, wir werden schmelzen vor Freude. Wir werden schmelzen vor Freude. Aber das kennen wir leider nicht. Allahu Akbar. Und da sagt Aduallah, jedes Mal, wenn du eifrig strebst nach dem Paradies, zu ihr sagt er das, sagt, ich habe mich tausendmal mehr bemüht, dich ins Höllenfeuer zu bringen. Das ist ja sein Ziel. Er will uns alle in Jahannam bringen. Er hat unser Vater Adam alayhi salam und unsere Mutter Hawa vom Paradies rausgeholt. Sein Ziel wird immer der gleiche sein. Uns irre zu führen, A'udhu Billah, damit wir alle mit ihm zusammen im Höllenfeuer sein werden. Hassan al-Basri, rahimahullah, weil dieser Iblis arbeitet 24 Stunden. Es gibt Menschen, die arbeiten Frühschicht, manche Spätschicht, manche Nachtschicht. Aber der hat ununterbrochene Schicht. Ununterbrochen. Hassan al-Basri, rahimahullah, der gefragt, schläft Iblis oder nicht? Er sagt, wallahi, wenn er schlafen würde, dann hätten wir ein bisschen Ruhe gehabt. Wenn er schlafen würde, hätten wir ein bisschen Ruhe gehabt. Oft im Traum seht ihr schlechte Sachen, stimmt? Das ist von ihm. Brüder, die nicht verheiratet sind manchmal, sehen oft Bilder von Frauen im Traum. Das habe ich von vielen Brüdern erfahren. Der Shaitan kommt und provoziert die Brüder sogar im Traum, sie wachen auf mit schlechter Laune, die Art. Und er versucht durch diese Bilder, die er denen bringt im Traum, deren Herzen wieder dazu zu bringen, diese Sünde zu wünschen. Adu Allah. Das sogar im Traum. Weil die schlechten Träume sind vom Shaitan. Das heißt, er arbeitet Tag und Nacht, während du schläfst, er schläft nicht. Und das merkt ihr selber, wenn ihr Fajr aufstehen wollt. Wie oft haben wir Fajr verpasst? Besonders diese Zeit jetzt. Er sitzt da und uriniert in unsere Ohren. Schlaf noch ein bisschen. Die Wecke klingelt. Alhamdulillah, genug Zeit. Sagt, du hast noch 2 Minuten. Schlaf ein bisschen. Schlaf. Du hast noch ein paar Minuten. Dann kannst du aufstehen und beten gehen. Du wachst auf 6 Uhr, 7 Uhr schon. Die Sonne ist schon aufgegangen. Wer ist das? Er ist das, Aduallah. Sein Ziel, uns alle in Jahannam zu bringen. Aduallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor warnen, inshaAllah. Bewahr. Sagt, sie sagt, was sind meine Sünde, du böser Freund? Er sagt, das Erste, die Größte, die von mir meist geliebte, ist das Unterlassen oder Verlassen der Gebete. Ich habe dich dazu gebracht, sie zu verspäten, sie hinauszuzögern, dann sie zu vernachlässigen. Dann habe ich es so weit gebracht, bis du sie verlassen hast, bis dein Herz starb. Das ist ein großes Erfolg für mich. Klare Worte. Ich wiederhole sie nochmal. Sie sagt, was sind meine Sünden, du böser Freund? Er sagt, das Erste, die Größte, die von mir meist geliebte, ist das Unterlassen oder Verlassen der Gebete. Ich habe dich dazu gebracht, sie zu verspäten, dann sie zu vernachlässigen. Dann habe ich so weit gebracht,
bis du sie verlassen hast, bis dein Herz starb, das ist ein großes Erfolg für mich. Es gibt eine kleine Geschichte, die erzähle ich euch ganz schnell. Inshallah, die Zeit reicht sowieso nicht für die ganzen Geschichten hier. Ich habe eigentlich viele Geschichten vorbereitet, aber manchmal merke ich das nicht, dass ich woanders lande, raus aus der Sitzung. Also wie gesagt, es gibt erstmal vier Arten von Menschen, was das Gebet betrifft. Das erste, ich mache schnell, inshallah, es gibt Menschen, die das Gebet nicht als Pflicht sehen. Viele Muslimin sehen das Gebet nicht als Pflicht. Ich nenne sie nicht Muslimin, weil Rasulullah nennt sie auch nicht Muslimin. Sie glauben nicht daran, also die sind, wie sagt man, die sehen das so, die sind nicht verpflichtet zu beten. Es ist ja keine Pflicht im Islam. Ich muss es also nicht erfüllen. Und subhanallah, diese Menschen werden in Saqar ausgesetzt. Saqar ist eine Stufe in der Hölle, a'udhu billah. Sag, eine Geschichte in Stadt Riyadh, in Saudi-Arabien ist es passiert, drei Jungs haben einen Unfall gemacht. Zwei waren sofort tot und der dritte ringte mit dem Tod. Ein Polizist bemerkte das und versuchte ihm das Glaubensbekenntnis beizubringen. Er ging auf ihn zugegangen und hat gesagt mit viel Liebe, sag, es gibt keinen Gott außer Allah. Sag, es gibt keinen Gott außer Allah. Immer wieder hat das der Mann versucht. Aber der andere war ein Trunkener des Todes, er kämpfte mit dem Tod. Aber der Junge sagt die ganze Zeit, Ana fi Saqar, Ana fi Saqar, al-Iyadu billah. Sag, ich befinde mich in Saqar, ich bin in Saqar, ich befinde mich in Saqar die ganze Zeit, bis er starb. Der Polizist fragte sich, was ist denn Saqar? Was ist das Saqar? Er wusste nicht mal, was Saqar ist, bis er den Koran gelesen hat. Und da drin steht geschrieben, Allah spricht Jalla fi Ula. Ich werde ihn in Saqar aussetzen. Und was lässt dich wissen, was Saqar ist? Sie lässt nichts übrig und lässt nichts bestehen. Sie verändert die Menschen ganz. Außerdem, die Gefährte von der rechten Seite, sie werden sich in Gärten befinden und sie werden einander fragen nach den Übeltätern. Was hat euch in Saqar geführt? Sie werden sagen, wir gehörten nicht zu denjenigen, die beteten. Dieser Junge die ganze Zeit hat Saqar gesehen. Ich befinde mich in Saqar. Ich befinde mich in Saqar und das ist unsere Zeit passiert. Und in Riyadh, in Saudi-Arabien, wo viel Koran-Schulen und Wissensschulen und Scharia-Schulen gibt. Wo fünfmal zum Adhan gerufen wird. Da stirbt jemand, wal-Iyadu billah, auf diese Art. Er sagt, ich bin in Saqar, ich bin in der Hölle, wal-Iyadu billah. In einem Krankenhaus in Saudi-Arabien, ein junger Mann, liegt am, eine Frau liegt am Sterben. Der Arzt war bei ihr und dieser Arzt ist ein Gelehrter, subhanallah. Er sagt, von 21 Fällen ist nur einer Muslim gestorben. Nur einer, a'udhu billah. Und das ist in Saudi-Arabien passiert. Ich sage, ich bin rausgegangen, 10 Minuten danach ruft mich die Krankenschwester, ich habe mich geeilt zu der Frau. Ich sehe, ihr Gesicht war komplett verändert. Ist schwarz geworden, wal-Iyadu billah. Ich sage zu ihr, sag, la ilaha illallah, aber sie kann nicht sprechen. Am Ende des Mittels sagt zu ihm, ich sehe meinen Platz in Jahannam. Ich sehe meinen Platz in Jahannam. Und sie ist gestorben. A'udhu billah. Weil wir unsere Religion vernachlässigt haben. Denn der Mensch wird so sterben, wie er gelebt hat. Und die andere haben mir schon mal erzählt, als sie beim Sterben lag, sie hat gesagt, es gibt keinen Gott außer Gesang oder Musik. Und sie starb auf diesem Zustand. Und andere Gelehrten, subhanallah, die ihre Leben lang verbracht haben mit Wissen. Sie lehrten, sie haben Wissen gelernt. Sie streben eifrig nach diesem Wissen. Und sie haben die Menschen Wissen gelehrt. Sie sprachen nur über Allah, über das Jenseits, über das, was ihnen nutzen, diesseits und im Jenseits. Als er am Sterben lag, subhanallah, kamen seine Schüler zu ihm, um ihm das Glaubensbekenntnis beizubringen. Sie haben sich geschämt. Sie haben sich geschämt, weil er ihnen alles beigebracht hat. Die haben gesagt, was sollen wir machen? Dann haben sie gesagt, wir erwähnen einfach den Hadith vom Prophet Muhammad s.a.w. mit der ganzen Überlieferungskette. Sie haben angefangen von dem bis dem, aber dann haben sie ein, zwei, drei vergessen. Der am Sterben liegt, der Gelehrte sagt, und von dem überliefert, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, derjenige, der vom diesseitigen Leben rausgeht und sein letztes Wort ist, La ilaha illallah und starb. Er hat den Hadith zu Ende gemacht. Er hat die Überlieferungskette zu Ende gesagt. Und er kam bei dieser Buchstabe, Ha, La ilaha illallah und starb. Dakhala al-Jannah. Allahu Akbar. Manche rufen zum Gebet, wenn sie das Gebetsruf, den Adhan zu Ende gerufen haben, sie kommen bei La ilaha illallah und sie fallen um und sterben. Subhanak ya Rabb. Und der andere, a'udhu billah, in Riyadh, in Saudi-Arabien. Er lag am Sterben. Seine Freunde bitten ihn, bitte sag La ilaha illallah. Bitte sag La ilaha illallah, das wird er nutzen. Wenigstens wird Allah all deine Sünden dadurch vergeben. Du wirst als Muslim wenigstens sterben.
Am Ende hat er gesprochen, sagt, bitte gib mir eine Zigarette. Für die, die rauchen, für die, die abhängig geworden sind von Zigaretten. Jedes Mal, wenn er Sorgen hat und sauer wird, greift er die Zigarette und macht nicht zwei Rakat. Er sucht die Zigarette. Beim Sterben genauso. Das die letzten Worte von ihm hat gesagt, bitte gib mir etwas zu rauchen und starb. Und Zigaretten, liebe Brüder, ist Selbstmord. Das steht auf dem Packung drauf, oder? Ist tödlich. Das heißt, du weißt, dass das dadurch Krebs verursacht. Und Krebs ist eine tödliche Krankheit. Das heißt, du begehst selber Selbstmord. Und Rasulullah sagt, derjenige, der sich selber tötet im diesseitigen Leben, wird ewig in Jahannam sein. Hadith Sahih. Ewig. Das heißt, die spielen mit Zigaretten, sagen, das ist nur eine Sache, die Allah nur hasst. Das ist A'udhu, etwas, was Allah verabscheut. Etwas Widerwärtiges. Es ist verboten im Islam. Und Selbstmord ist eine der größten Sünden im Islam. Du wirst dich ewig in Jahannam töten, wie du dich im diesseitigen Leben getötet hast. Ein anderer, subhanallah, man sagt zu ihm, sag la ilaha illallah, sprich, es gibt keinen Gott außer Allah. Sag einfach. Was sagt er? Er sagt, bring mir den Koran. Seine Freunde haben sich gefreut, das ist eine ungewohnte Tat von ihm. Er hat den Koran vernachlässigt. Sie haben gedacht, er will vielleicht den Koran küssen oder einen Arm nehmen oder vielleicht einen Vers lesen und sterben. Er hat gesagt, ihr seid alle meine Zeuge hier. Ich verleugne den Herrn dieses Buchs. Und starb. Alles Kafir. Und starb. Weil er sein ganzes Leben lang nicht mit Islam zu tun hat. Deswegen, liebe Brüder, es ist nicht einfach beim Sterben, dass wir das sagen, was wir wollen. Sondern das, was uns im Leben dominiert hat. Was unser Herzen dominiert hat im Leben. Das, was uns beschäftigt hat die meiste Zeit. Das wird unser Herzen überwältigen, auch beim Sterben. Und das Herz wird so gepresst, bis das Letzte rauskommt vom Herzen, was tief drin gesessen hat. Ein Mann hat einen Koffer voller Geld und fährt mit Auto und macht einen Unfall. Das alles in islamischen Städten. Das heißt nicht islamische Stadt, sondern Titel halt, islamisches Land. Aber die leben nicht nach Scharia. Sagt, das heißt, er fährt sein Auto voller Koffer mit Geld, macht einen Unfall, sein Koffer fliegt in die Luft, sein ganzes Geld fliegt. Er starb und ruft nach seinem Geld. Mein Geld und starb. A'udhu billah. Das heißt, wir müssen uns in Acht nehmen, denn der Mensch wird so sterben, wie er gelebt hat. Die erste Sorte sind die hier, A'udhu billah, die in Saqar sein werden. Die zweite sagt, es gibt Menschen, sie wissen, dass es Pflicht ist, aber sie verrichten es trotzdem nicht. Dessen Strafe wird Al-Ghay. Al-Ghay ist ein Fluss in Jahannam. Ist ein tiefer Fluss, ein ekliger Fluss, wa'iyadu billah. Schmeckt sehr, sehr eklig, nas'alallah al-afwa al-afiyah, die werden davon trinken. Und ist sehr, sehr tief. Das heißt, der Fluss ist nicht aus Wasser, sondern aus dem Höllenfeuer selbst. Und das nennt man der Fluss des Verlustes, wa'iyadu billah. Da werden die meisten Verlierer drin sein, nas'alallah al-afwa al-afiyah. Das sind die, die wissen, dass es Pflicht ist, für sie zu beten, aber sie beten trotzdem nicht, wa'iyadu billah. Sag, ein Fluss, dieser Reihe ist ein Fluss in Jahannam, sehr tief und eklig. Das ist der Fluss des Verlustes. Allah spricht, dann folgten nach ihnen Nachfolger, die das Gebet vernachlässigten und den Begierden folgten. So werden sie den Lohn für ihre Verirrung vorfinden. Und das ist die Strafe für die Yawm al-Qiyamah, diese Fluss in Jahannam, wa'iyadu billah. Die dritte Sorte sagt, es gibt Menschen, die achten nicht auf die Gebete. Sie zögern sie immer aus. Nur wegen deren diesseitigen Angelegenheiten, beispielsweise wegen Fußballkuchen, wegen Fernseher, wegen einer Serie, a'udhu billah, wegen das Essen, wegen das Trinken, wegen Klamotten einkaufen, wegen Bummeln und keine Ahnung, was noch gibt, wegen Studium, Schule, Arbeit. Sheikh bin Baz, rahimahullah, sagt, derjenige, der sein Gebet vernachlässigt wegen seiner Arbeit. Diese Arbeit ist kein Argument, ist ein Fatwa von Sheikh bin Baz, rahimahullah. Das heißt, deine Arbeit, Yawm al-Qiyamah, ist kein Argument. Aber es ist leider das Problem, ist noch schlimmer. Viele sogar, wenn der Chef sagt, entweder Gebet oder Arbeit, er hört auf zu beten, wal'iyadu billah. Er hört auf zu beten. Er vernachlässigt sein Dien. Er vernachlässigt sein Glauben wegen ein paar Euro, wal'iyadu billah. Und das Gebet ist einer der besten Gründe, warum du versorgt wirst. Das heißt hier, durch die Ungehorsamkeit wird dein Unterhalt, Lebensunterhalt weniger. Und durch die Gehorsamkeit gegenüber Allah wird dein Unterhalt mehr und mehr. Aber wir haben leider den Islam heute falsch verstanden. Sag, sie sind so beschäftigt, die merken es noch nicht mal, dass die Zeit vorbei ist. Allah spricht, wer nun die Betenden, denjenigen, die auf ihre Gebete nicht achten. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ Sahun. Sa'ad ibn Abi Waqqas radiallahu anhu sagte, ich fragte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam nach diesem Vers. Er antwortete, das sind die, die das Gebet hinauszögern, verspäten. Das heißt, sie beten außerhalb der Zeit. Das heißt, sie beten Dhuhr in Asr-Zeit.
Also das Mittag-Nachmittag-Gebet beten Sie in Spätnachmittag-Gebet. Maghrib-Zeit, das Abendsgebet beten Sie in Isha-Gebet. Und Sie haben nichts zu tun außer Kleinigkeiten. So, Sie haben genug Zeit. Aber Sie vernachlässigen das Gebet, Sie achten gar nicht auf die Gebete, wal-iyadu billah. Vom Prophet sallallahu alaihi wasallam wird berichtet, dass er einmal über die Gebete sprach. Und unter anderem sagte er alaihi salatu wasalam, wer sie einhält, ist ein Rat von Rasulullah sallam, für den werden sie am Tag der Auferstehung zu einem Licht, einem Beweis und zur Rettung. Und wer sie jedoch nicht einhält, für den werden sie nicht zu einem Licht, einem Beweis und zur Rettung. Und am Tage der Auferstehung wird er zu den Gruppen von Qarun, wir sagen auf Deutsch Kukora oder so heißt Qarun, Pharaon, Pharao und Haman und Ubay ibn Khalaf gehören. Und das sind die Feinde Allahs. Das heißt, Yawm al-Qiyamah, wenn du das Gebet vernachlässigst, extra später betest ohne Grund, du wirst zu denen gehören. Qarun, Pharaon, Haman und Ubay ibn Khalaf, die Feinde Allahs und die Feinde des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Qarun und Haman, das waren mächtige Untergebene des Pharao zur Zeit von Musa alaihi salam, Moses alaihi salam. Ubay ibn Khalaf, Gegner vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam von Quraysh. Und mit diesen vier Versen wir Yawm al-Qiyamah ins Höllenfeuer gehen, wal-iyadu billah. Allahs Gesandter sagt sallallahu alaihi wasallam, zwischen einem Menschen und dem Unglauben liegt auf dem Weg dorthin das Unterlassen der Gebete, überliefert von Muslim, von Jabir radiallahu anhu. Viele sagen heute, und ich erwähne eine Sache, sehr wichtige Sache. Wenn jemand nicht betet oder das Gebet verlassen und stirbt und er hat das Gebet verlassen, Imam Ahmad rahimahullah sagt, er geht nach diesem Hadith, ich wiederhole den Hadith. Allahs Gesandter hat gesagt, zwischen einem Menschen und dem Unglauben liegt auf dem Weg dorthin das Unterlassen der Gebet oder Verlassen der Gebet. Das heißt, er gilt nicht mehr als Muslim, er ist kein Muslim mehr. Er ist Kafir, ungläubig. Er darf nicht gewaschen werden. Er darf nicht gewaschen werden, auch wenn es dein Vater oder deine Mutter ist oder dein Bruder ist. Er geht nicht nach den Gefühlen, nach Gefühlen. Sagt ihr, er darf nicht gewaschen werden und man darf nicht den Totengebet hinter ihm verrichten und darf nicht in islamischen Friedhof beerdigt werden. Und sogar am Ende sagt Imam Ahmad rahimahullah und wird im Müll geschmissen. So ist die Lage von dem, der seine Gebete vernachlässigt und gar nicht betet. Aber viele heute gehen leicht damit um. Sogar sie beerdigen diese Menschen mit Muslimen im Grab, im gleichen Grab. Und Imam, ich habe gefragt, Sheikh Abdullah sagt, der Muslim, wenn ein Kafir mit ihm im Grab ist, er bekommt, subhanallah, er bekommt von diesen Schmerzen mit. Das heißt, du tust den Muslim damit weh. Du schadest den Muslim der Armen in seinem Qabr. Das heißt, wir müssen nach diesem Gesetz leben im Islam. Wenn er nicht betet, nie gebetet hat, ist ein Kafir, ist ungläubig. Es gibt nicht, ja, der ist ein Sündiger oder Frevler, nein. Ein Frevler ist er, der betet vielleicht vernachlässigt ab und zu mal, der geht, aber verlässt nicht das Gebet komplett. Vielleicht hat er Sünde gemacht ab und zu mal, der gehört als ungehorsamer Muslim. Aber der das Gebet verlässt, ist Kafir. Das Hadith vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die Besten, die vierte Art sind die Besten bei Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sagt, den Gläubigen wird es ja wohl ergehen, denjenigen, die in ihrem Gebet demütig sind und diejenigen, die ihre Gebete einhalten, das sind die Erben, die das Paradies erben werden, ewig werden sie darin bleiben. Das sind die, die ihre Gebete bewahren, ihre Gebete einhalten, sie vervollständigen das Gebet, sie machen richtig Wudu, Alhamdulillah, sie beten immer pünktlich und sie haben Demut beim Gebet. Über Thema Demut, es gibt Freitag, inshallah, für die Brüder in unserer Moschee da hinten, inshallah, im Obermarkt, eine Sitzung über diesem Thema Khushu', Demut im Gebet, inshallah, das ist ein sehr wichtiges Thema. Ich rate jedem Bruder dahin zu gehen. Es ist ein sehr, sehr wichtiger Thema, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, damit wir wissen, was Demut überhaupt ist. Viele wissen manchmal, was bedeutet Khushu' im Islam. Ob das Pflicht ist oder nicht Pflicht, ob das Gebet ohne Demut akzeptiert wird oder nicht akzeptiert wird. Dort gibt es eine Sitzung jeden Freitag um 7 Uhr für die Brüder nur. Dort ist sehr, sehr wichtig. Schon einmal machen wir das für die Schwestern hier, wenn Allah die Zeit dafür gegeben hat. Insha'Allah, Rabbil Alamin. Wie gesagt, der Teufel hat gesagt, das Erste, die größte, die von mir meist geliebte, ist das Unterlassen oder Verlassen der Gebete. Ich habe dich dazu gebracht, sie zu verspäten, dann sie zu vernachlässigen. Dann habe ich es so weit gebracht, bis du sie verlassen hast, bis dein Herz starb. Das ist ein großes Erfolg. Sie möge Allah dich verfluchen. Und was noch? Vieles, sagt er, aber das genügt ja eigentlich.
Sie sagt, ich habe keine andere, obwohl diese Gebete, das Verlassen der Gebete ist keine Katastrophe für mich. Er sagt langsam, langsam, du wirst sterben und deine Akte steht, dass du mehr als 100 Mal Unzucht begonnen hast. 100 Mal Zina. Sie sagt, ich hatte mit keinem Mann was gehabt. Was erzählst du denn da? Er sagt, du hast in deiner Akte, wenn du langsam, langsam, du wirst sterben, und in deiner Akte steht, dass du mehr als 100 Mal Unzucht begonnen hast. Sieh, ich hatte mit keinem Mann was gehabt. Er sagt, du hast recht. Das hast du nicht. Aber du bist doch öfter zum Markt gegangen. Du warst auch oft draußen spazieren. Du warst doch oft bummeln, hast du ja gesagt. Du bist auch oft zur Schule gegangen oder zum Uni gegangen. Das habe ich dazu gefügt, nicht er hat das gesagt. Du bist rausgegangen, aber parfümiert. Du warst voll parfümiert, hast du es vergessen? Du hast dein teuerstes Parfüm benutzt, damit du gut riechst. Damit die Männer das riechen können. Hast du das vergessen? Jetzt kommt der Hadith vielleicht, inshallah, für die, die mit Parfüm rausgehen und sehen, dass alles ganz, ganz kleine Sünde, a'udhu billah. Sie, ja und, das ist ja nur noch Parfüm, was habe ich denn gemacht? Was ist denn daran schlimm? Er sagt, viele Männer haben an dir diese Duft gerochen. Viele Männer. Weißt du denn nicht, dass jede Frau, die parfümiert rausgeht, Ehebrecherin ist? Weißt du das nicht, dass du die Unzucht begonnen hast? Jede Frau, die so auf Hadith und Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ungefähr Bedeutung, wenn eine Frau, ich sage nicht zum Markt geht, zur Moschee geht, parfümiert zur Moschee geht, sie gilt als Ehebrecherin, ob sie Unzucht begonnen hat und ihre Gebete, die Pflichtgebete werden nicht angenommen. Erst wenn sie sich komplett wenn sie nochmal Körperwaschung macht, sich komplett wascht, Russel macht im Islam, erst dann werden ihre Gebete wieder angenommen. Das heißt, die Frau, die parfümiert rausgeht, egal wohin sie geht, und die Männer riechen das an ihr, sie gilt bei Allah subhanahu wa ta'ala, ob die Unzucht begonnen ist. Und guck mal den Tricks vom Shaitan. Wenn er nichts dazu bringt, für die Frau, dass sie Unzucht begeht, er macht das auf diese Art. Geh doch parfümiert raus. Ist doch nichts Schlimmes. Du hast nur Parfüm, du betest ja doch. Aber all deine Gebete, die du betest, solange du parfümiert bist, werden nicht angenommen. Was für ein Verlust ist das? Erst wenn du dich komplett wieder wäschst. Nach der Sunna von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sie, aber es ist ja nur Parfüm. Es ist für sie kein Problem. Aber Allah sagt im Koran, وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ Und sagt ungefähr Allah besetzt im Koran, und es für eine leichte Sache gehalten habt, während es bei Allah eine ungeheuerliche Sache ist. Und wir haben gesagt, Ibn al-Qayyim sagt, rahimahullah, sagt ihr, je kleiner die Sünde in deinen Augen ist, desto gewaltiger sie ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Du siehst, es ist nur eine kleine Sache, ich habe doch nichts gemacht, ich habe nur geguckt, ich habe doch nur Parfüm benutzt, ich wollte nur gut riechen da draußen. Aber Allah hat das verboten. Wenn Allah etwas verbietet, das ist doch für dein Bestes. Das heißt hier, der Shaitan macht immer die Sünden, die großen Sünden, unsere Augen so klein. So klein, die haben keinen Wert in unseren Augen. Aber bei Allah sind sie ungeheuerlich, wal'iyadu billah, und dafür bekommt man sehr gewaltige Strafe. Er sagt, willst du dann noch mehr hören, mehr wissen über deine Sünden? Sieh, was noch? Das ist doch genug. Er sagt, nein, es ist nicht genug. Mein Ziel ist nicht nur, dich ins Höllenfeuer zu bringen, sondern mein Ziel, dich in die tiefste Stufe des Höllenfeuers zu bringen. Wir begnügen uns mit der ersten Stufe vielleicht im Paradies. Aber er, adu Allah, begnügt sich nicht damit, dass uns nur ins Höllenfeuer bringt, in Jahannam vielleicht. Er will, dass wir ganz tief fallen in Jahannam, weil das schlimmer ist als Jahannam, a'udhu billah. Das heißt, guck mal, was für Worte er gesagt hat. Er sagt, nein, es ist nicht genug. Denn mein Ziel ist nicht nur, dich ins Höllenfeuer zu bringen, sondern mein Ziel, dich in die tiefste Stufe des Höllenfeuers zu bringen. Sie sagt, möge Allah dich verfluchen, was für ein Nass hast du denn? Er sagt, du trägst den Last von dem und von dem und von dem. Er hat ihr eine lange Liste gesagt. Sie, du lügst, ich kenne sie noch nicht mal. Wie soll ich denn den Last von denen tragen? Wie denn, sagt sie zu ihm. Er sagt, richtig, du kennst sie nicht. Aber erinnerst du dich nicht? An dem Tag und dem Tag, du bist rausgegangen mit enger Kleidung, schwankend. Du hast dich geschminkt, du hast dich gestylt. Hast du das vergessen an diesem Tag? Er sagt das zu ihr. Du hast dich zur Show gestellt an dem Tag. Sag, in diesem Moment wurdest du im Himmel und auf der Erde verflucht von den Engeln, wal'iyadu billah. Sogar von Tieren wird diese Frau verflucht. Sagt, du hast viele in Versuchung gebracht oder geführt in diesem Moment. Viele Diener Allahs
die gerade mal Reue gemacht haben, die noch schwach sind. Du bist an denen vorbeigegangen, schwankend. Du hast sie dazu gebracht, dass sie dich angucken. Vielleicht warst du der Grund gewesen, dass deren Reue, du hast deren Reue dadurch verdorben. Manche von ihnen sogar aufgehört, diese Reue zu machen, weil sie dich haben wollten. Und manche, die standhaft geblieben sind, du hast deren Herzen wehgetan. Und du hast sie dazu gebracht, zu gucken. Sagt, du trägst all das, den Last und diese Sünde von denen mit. Yawm al-Qiyamah, du hast die gleiche Strafe wie die. Sagt, liebe Brüder, weil, wenn du etwas Schlechtes sagst zu jemandem, du rufst jemanden beispielsweise, sagt, ja, lass uns einmal vielleicht eine Party machen, a'udhu billah, Frauen einladen, Alkoholparty, einmal. Derjenige, der dich eingeladen hat zu dieser Tat, er wird sowieso selber bestraft für diese Tat, die er gemacht hat, und noch trägt er den Last von allen, die anwesend sind. Aber manchmal dürft ihr nicht vergessen, dass durch unsere Handlung gebieten wir das Gute oder das Schlechte. Das heißt, wenn du fromm bist und du senkst die Blicke da draußen, MashaAllah, als Muslim, und viele Muslime sehen dich, sagen, MashaAllah, guck dir diesen Bruder an und diese Schwester an. Sie guckt immer auf den Boden, MashaAllah. Guck mal, die Schwester, die ist mit Niqab oder die ist, MashaAllah, sehr gut verschleiert. Sie ist fromm. Und du hast nicht mit ihm Da'wah gemacht. Dieser Verhalten von dir genügt, dass man diese Leute einlädt zu guten Taten. Diese Menschen folgen dir, kehren zurück, sie erinnern sich an Allah, sie fangen an, gute Taten zu machen, all die ganze Belohnung, was die gemacht haben, bekommst du genauso mit. Aber vergiss nicht, wenn du eine schlechte Tat da draußen machst und dich jemand sieht und du bist mit Bart und nimmt das alles Vorbild und macht das Gleiche wie du, du kriegst die gleiche Bestrafung wie ihm, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt hier, ebenso wird derjenige, der die Leute zu bösen Taten aufruft, die gleiche Bestrafung erhalten wie diejenigen, die ihm gefolgt sind. Das heißt, wir müssen achten auf unsere Frau. Diese Frau, die so rausgeht, schwankende A'udhu Billah mit enge Kleidung, ja, und sie provoziert die Männer, die Muslimen besonders, die fromm sind, die Armen, die werden dadurch schwach. Diese Frau trägt den Last von all denen, die sie angeguckt haben. Und sogar der Hadith Rasulullah sagt, derjenige, der guckt und der angeguckt wird, beide sind verflucht. Beide sind verflucht, A'udhu Billah. Der Shaitan sagt zu ihr, du kannst dir nicht vorstellen, wie hart die Strafe Allah sein wird. Denn du bist das Feuer, das ich mit eigener Hand gezündet habe. Und du bist mein Pfeil, womit ich die ganze Zeit getroffen habe. Das heißt, du bist mein Lockvogel gewesen, um meine Ziele zu erreichen, um die Muslimin, deren Reue zu verderben. Sie sagt, ich sage jetzt das Glaubensbekenntnis, vielleicht rettet mich das noch. Dann sagt er zu ihr, Adu Allah, sagt, so habe ich von vielen gehört. Aber das ist nicht so einfach, wie du denkst. Sag, hättest du dafür was getan in deiner Lebenszeit? Hättest du dich für diesen Moment vorbereitet? Das hättest du dann leicht sagen können. Wärst du fromm gewesen, wärst du tugendhaft, rechtschaffen gewesen, hättest du Angst gehabt vor Allah subhanahu wa ta'ala, hättest du gebetet, hättest du die Pflichten nicht vernachlässigt, hättest du dich an das, sich hüten vor Allah subhanahu wa ta'ala gehalten, hättest du Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala gehabt, hättest du die Grenzen Allah subhanahu wa ta'ala nicht überschritten, hättest du seine Befehle befolgt, dann wäre es einfach für dich. Dann hätte Allah dir geholfen in diesem Moment. Hätte Allah dich befestigt in diesem Moment. Aber ich schwöre, sagt er selber, dass das Wort dieser La ilaha illallah wird für dich jetzt in diesem Moment schwerer als die ganze Berge dieser Erde sein. Das wird schwer für dich sein. Sagt er zu ihr, aber du sollst wissen, dass ich sowas nicht zulassen würde. Und in diesem hier Moment wollte ich eigentlich viele Geschichten erzählen, neue Geschichten von Menschen, frommen Menschen, wie sie gestorben sind. Das heißt, der Mensch, Sayyidina Umar sagt, der Mensch wird so sterben, wie er gelebt hat und wird so auferstehen, wie er gestorben ist. Und ab nächsten Samstag werde ich weitermachen. Das sind sehr schöne Geschichten, inshallah, von frommen Menschen, wie sie gestorben sind und von anderen, a'udhu billah, die einen schlechten Abgang haben, die beschäftigt waren mit desseitigem Leben. Weil das, womit wir beschäftigt waren, dominiert unsere Herzen beim Sterben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen befreien von Liebe, vom desseitigen Leben. Und möge Allah subhanahu uns einen guten Abgang schenken. Jazakum Allah khair. Subhanak Allahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك.